Hey, diese Ausgabe des Carpi-Podcasts wird dir präsentiert von Sportex Germany. Hightech-Angelrouten für deine Passion. Ein herzliches Willkommen zum Carpi-Podcast. Maurice Kaulbach, Marian Sura und Peter Schwedes nehmen euch mit bei ihrem ganz persönlichen Trash-Talk aus der Szene. Euch erwarten aktuelle Themen, Produkte, Tipps und vieles mehr. Wer jedes Wort auf die Goldwaage legt und kein Niveau-Limbo tanzen kann, der ist hier falsch. Das Ganze ist nicht immer bitter ernst, dafür mit viel Leidenschaft und einer großen Portion Humor. Stellt euch ganz einfach vor, ihr sitzt mit den dreien zusammen beim Angeln, lehnt euch zurück, öffnet ein Bierchen und hört den dreien zu. Und jetzt Mikro frei für die drei Kapitäne. Ein herzliches Willkommen beim Carpi-Podcast. Mein Name ist Maurice Kaulbach. Mein Name ist Marian Sura. Und mein Name ist Peter Schwedes. Herzlich willkommen zur 86. Folge. Kaulbach ist back. Herzlich willkommen, yeah. Zurück aus den Holidays. Ole, ole. Jawohl, ja. Ist das? Ja, ja, genau. Müssen wir jetzt nur noch Espanol quatschen, Alter. Espanol. Nee, ich habe nicht so viel Sprache mitgenommen. Mehr Eindrücke mitgenommen wie Sprache. Aber ich bin auch froh, dass wir wieder zu dritt hier sind. Und Jungs, ich hab richtig Bock. So, see, du hast mehr Sprache verloren als mitgebracht, ja? Ja gut, das geht schnell bei mir. Komm Jungs, bevor wir irgendwie dumm rumlabern, ey, schön, 86. Folge, überlegt euch was mal, lasst das mal auf der Zunge zergehen. 86 Folgen Carpi-Podcast, endlich wieder zu dritt. Schön euch zu sehen, ihr Chef. Gesichtselfmeter und Prost. Prost. Cheers. Zum Wohle. Köstlich. Also ich trinke heute hier einen Welschriesling. Ried Edelgrund. 21er. Ach, guck mal hier. Der Wohlstand ist ausgebrochen beim Sur. Kein Tetrapack-Ware. Matthias Wendelin. Hey, guck mal, aus der Flasche. Ich bin stolz auf dich. Ja, ne? Aber der Markus Sippel-May hat deine letzte Folge... Der auch schon mal passend ist, so gesagt, zu deinen Tetrapack-Trinkgewohnheiten. Markus, danke dafür an der Stelle. Dann kriegen wir dir noch ausgetrieben, du Barbar. Ja, doch, ich habe mir was gegönnt jetzt hier zur Aufnahme. Grund zum Feiern. Ja, ja. Ja, ja. Hat er bei der Pizzabestellung dazu bekommen. Ja, genau. So, Traubensäure pur, ey. Ne? So eine Handbreit weg von Essig. Oh ja. Peter, was gibt im Hause Schwedes? Das sieht mir verdächtig nach einem Mischgetränk aus hier. Also, ich habe mich ja, glaube ich, in den letzten 25 Folgen echt zurückgehalten, aber heute hatte ich echt mal Bock auf so auf ein Cuba Libre. Oh, schön. Oh. Ich habe Havanna mit Cola, Eis drin. Wir nehmen heute ein bisschen früher auf. Also, das Koffein der Cola wird mich heute Nacht nicht wach halten, denke ich, hoffe ich. Und ich hatte irgendwie einfach Bock da drauf. Keine Ahnung warum. Geil. Gut. Ich hatte hier auch, apropos Koffein und Bock, ich habe mir eben, weil ich gedacht habe, boah, ich bin irgendwie ein bisschen groggy, ich habe mir eben erstmal so eine Dose Wodka Energy geholt, 360. Gott, und, das ist ein Dreck. Dazu gibt es natürlich ein Rosé. Boah, ja, ich habe mir auch mal... Randvoll. Ja, randvoll. Genau. Ja, ein halbvolles Glas. Ne? Da muss man nicht so oft aufstehen. Muss nicht schmecken, muss wirken. Muss wirken, ganz genau. Nee, ich hatte irgendwie eben Bock auf so ein 360 Wodka mit Energy. Habe ich mir mal so ein Döschen geholt. Cheers. Lecker. Ja, ja, Podcast. Nein, man muss damit umgehen können, das ist ganz wichtig. Ja, klar. Wenn man das nicht kann, besser nicht machen. Das ist nicht für jeden. Das ist nicht für jeden, was? Das muss man können. Ich muss jetzt auch was lernen über die anonymen Alkoholiker, weil da hat ja einer gesagt, ey, die sagen doch sofort den Namen und was sie für ein Problem haben. Aber das heißt anonyme Alkoholiker, weil sie nicht den Nachnamen sagen. Ja, wusstet ihr das? Nee. Nee, so gefährdet bin ich noch nicht, dass ich mit dem Thema auseinandersetzen musste. Ich hab das ganz gut im Griff hier, ne? Naja, man sieht's. Ja, der Einzige, was ich im Griff habe, ist das Roséglas. So. Wunderbar. In diesem Sinne, ab Prost. In die Rinne. Ja. Wunderbar. Ja, schön, dass ich wieder da bin. Schön, dass wir wieder vereint seid. Dass wir wieder vereint sind. Ja, vor allem, dass du gesund zurückgekommen bist. Ja, also Fosi hat mich auch nicht ausgesetzt, wie er es schon mal
fresh angekündigt hatte, mich auf irgendeinem Pavianfelsen auszusetzen, aber das gelingt dir ja bei mir nicht. Ne? Ich bin ja da zäh. Ja. Aber ja, du bist wie so ein Fluss neuen Auge. Du saugst dich einfach fest und lässt nicht mehr los. Ne? Ich hatte jetzt einen anderen Begriff im Kopf, aber nehm mal das mal mit dem neuen Auge, das ist auch, ja. Ja. Aber Maui, hola como estas. Ich würde sagen, gleich bei Wer war Angeln kannst du mal ausführlich von deinem. Ja, ja, da hab ich ein bisschen was zu erzählen, auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Nee, da kommen wir dann zu gegebener Zeit zu, bevor ich es vergesse. Mir hat ein aufmerksamer Hörer was geschrieben, was ich ganz interessant finde. Ich habe jetzt eben noch überlegt, die Nachricht rauszusuchen, aber ihr wisst ja, wie das ist bei Instagram. Du kannst ja nicht sortieren und so, ne? Und wenn du dir keine Namen gemerkt hast, hast du da ein Problem. Also du kannst nur nach Namen sortieren, nicht nach Nachrichteninhalt wie meiner E-Mail. Du kannst also, aber warte, Maui. Wenn du in deine Nachrichten reingehst, oben, wo du dann quasi einen Namen eingeben kannst, da kannst du auch einfach mal einen Textinhalt reinschreiben. Ach, das findet der? Oder zum Beispiel ein Schlagwort aus einer Konversation. Jetzt ernsthaft? Ja, und manchmal geht das, je nachdem. Also ich habe es ein paar Mal gehabt, da hat es funktioniert. Echt? Dann habe ich schon mal wieder was gesucht, dann hat es nicht funktioniert. Aber versucht's. Manchmal geht's. Okay, das ist schon mal gut zu wissen, weil mir geht auch ab und zu da mal was unter. Vielleicht auch dann nochmal die Info. Wenn man mal irgendwie keine Antwort bekommt, egal bei Insta, Facebook oder auch per E-Mail, einfach nochmal nachfragen, weil ich hab's zum Beispiel oft, dass ich unterwegs bin, lese das und denk, ich antworte gleich daheim in Ruhe und dann vergisst man das auch mal. Also da auch gerne nochmal schreiben. Aber um auf diese Nachricht zurückzukommen, ihr habt ja... Ich muss unterbrechen, ne? Also das hab ich auch. Also wenn ich jemanden da nicht antworte, was mir oft passiert, man hat ja auch diese verborgenen Nachrichten, ne? Wollte ich eben schon gesagt haben, die Leute... anzüglichen Mädels sind, weißt du, und da ist dann ab und zu mal was dazwischen und wenn du dann irgendwie so 70 Nachrichten am Tag hast, die du löscht und dann scheiße gelöscht, da war ja eine Karpfennachricht dazwischen. Ja, ich glaube... Also einfach nochmal schreiben. Ja, ich glaube, in diesen verborgenen Nachrichtenanfragen sind auch oft die Leute drin, denen man selber nicht folgt und so, ne? Also da habe ich auch letztens reingeguckt und sehe auch so einen riesigen Berg an Old Messages, also nehmt uns das nicht übel. Nochmal für alle... Wenn ihr irgendwo keine Nachricht oder keine Antworten bekommt, einfach nochmal kurz nachhaken. Das ist wirklich meistens einem Versehen geschuldet. Wir antworten also, eigentlich jedem. Also ich muss sagen, dass ich allen Mädels, die mir da schreiben, folge. Es geht trotzdem in die verborgenen Nachrichten. der Pornobot-Peter. Der Pornobot. PPP. Der Pornobot-Peter. PP. PPP. Pornobot-Peter. Ja. Geil. Pornobot. So, jetzt aber zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. A few moments later. Liebe Hörer, wir hatten ja gerade eine kleine Unterbrechung. Der Peter Schwedes hat gerade von seiner liebreizenden Tochter Essen reingereicht bekommen. Und von meinen Töchtern. Töchtern, pardon, ich hatte nur eine gesehen. Beide. Die eine hat geklopft, die andere hat das Essen vor der Tür runterfallen lassen. Und ich habe ja dem Peter Schwedes Essverbot gegeben. Aber der Marian Sucher sagt gerade, es sind keine Chips und er hält sich relativ weit vom Mikrofon weg. Also mache ich jetzt hier weiter. Wenn ihr den Schmatzen hört, ihr wisst, wo die PNs hin müssen, ne? Genau, beleidigt ihn. Jetzt komme ich mal darauf zurück, was ich eigentlich eben sagen wollte mit dieser Nachricht, die mich ereilt hat. Und das ist eine sehr berechtigte Frage. Ihr habt ja in der letzten Folge so ein bisschen da von euren Dates am Wasser geredet. Ja. Ja. Und Marian, da ist einem aufmerksamen Hörer aufgefallen, dass du irgendwie behauptet hast, dass du da dann für die Damen schön gekocht hättest. Und eine berechtigte Frage, was kann Mr. Curry King denn damals da gekocht haben, dass das auch nur irgendwie Anklang in der Damenwelt findet? So eine Büchs Ravioli mit Käse drauf oder was hast du? Hast du dir irgendwie ein super fertig... Guck mal hier, also wenn du Ravioli mit Erbsensuppe mischst, ne, das gibt einen ganz besonderen Flavor, das ist super lecker. Was gab's, Marian? Kannst du dich daran erinnern? Gambas, was sonst? Wie jeder Karpfenangler. Ja, ja. Immer Gambas. Schön mit Damen drin. Lass mich, also tatsächlich, jetzt, wo du das sagst, muss ich gerade überlegen. Also, ich kann mich jetzt direkt an ein Date erinnern, wo ich angeln war. Und da hatte ich so einen Einweggrill tatsächlich mit von der Tankstelle. Dann haben wir ein bisschen was gegrillt, so ein bisschen nur Würstchen und sowas. Das war aber okay, so auf der Faust. Ich hatte aber tatsächlich auch mal eins, wo ich gesagt habe, pass auf, du kümmerst dich um was Kaltes zu trinken und ich kümmere mich ums Essen.
Und dann gab es Nudeln mit Pesto, Hähnchenbrust und Pinienkerne und ein bisschen Parmesankäse. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Ja. Das gibt's von Curry King. Ja, ne. Genau. Das war vorgekocht von meiner Mutter. Ich musste das nur auftauen. Tatsächlich, ja. Und ich kann mich jetzt auch noch erinnern, ich hatte auch mal ein Date, da bin ich vorm See, habe ich beim Chinesen angehalten und habe was mitgenommen und habe gesagt, hier, schon uns beim Chinesen und mach uns das dann warm. Das war auch okay. Also war auch erfolgreich. Ja, weil du thematisch gab es eine Frühlingsrolle. Ja, Frühlingslolle. Eine kleine Frühlingslolle. Vegetarische Frühlingslolle. Aber tatsächlich, also ich weiß jetzt nicht, wer es geschrieben hat, aber es ist eine berechtigte Frage. Ja, das fand ich auch. Und da habe ich direkt gesagt, das notiere ich mir doch mal, bevor ich es vergesse. Ja. Und habe das hier in meine Podcast-Notizen reingetan. Das war echt cool, so auch im Nachgang habe ich das echt noch mal so ein bisschen so die Vergangenheit noch mal so hochkommen lassen. So, das war schon eine schöne, lustige Zeit, ey. Ja. Marian hat die Vergangenheit noch mal hochkommen lassen. Lass mal so stehen. Noch mal ein paar alte Nummern ausgegraben, mal angetextet. Hi, wie geht's? Wie hast du denn die alte Zeit nochmal hochkommen lassen? Warst du so allein im Kämmerchen? Naja, ein paar Fantasien abgerufen hier, Alte. Genau. Ganz alt gespeicherte. Nochmal ein bisschen chatten. Quetschkommode. Alter. Schön. Ja. Super. Also kaum sind wir wieder zu dritt, wird's wieder so, wie wir es haben wollen, ne? Niveau-Limbo. Ja. Aber Kaulbach. Ja, was? Eigentlich können wir dir ja direkt die Frage jetzt aufs Brot schmieren. Hast du denn da was, wo du sagst so, ich erinnere mich auch an das ein oder andere heiße Date am Lack, unterm Brolli. Schon. Und die Girls. Die Girls davon schon. Zu überzeugen, was man da Tolles macht. Also wo ich euch so zugehört habe, ist mir nur nochmal, das hat man ja schon mal, wo Peter so von seinem Täter erzählt hat. Ihr erinnert euch schon noch an die Gummistiefel-Geschichte. Das ist ja auch so ein Running Gag geworden, so, ne, wo ich gerade dem kleinen Maui die Gummistiefel anziehen wollte, um in die Pfütze zu springen und es dann gebissen hat. Natürlich, keine Nash-Warthose? Nee, ich hatte da schon Gummistiefel benutzt. Achso, reichen die für dich, oder was? Ja, das reicht. Ich wollte gerade sagen, die gibt erst ab 42, die Warthose. Ja, ist in Ordnung. Ey, der Sura hat heute auf Kasper-Cornflakes gefrühstückt, ey. Ja, der soll froh sein, ich nicht so. Legst du die Matte hinter mich? Ich bin vorbereitet, Junge. Ich habe mir nur Notizen gemacht. Ich hab ja Gagschreiber, weißt du? Da war schon die ein oder andere Dame mal zugegen. Muss aber auch sagen, wie Marian das gesagt hat, die Mädels fanden das eigentlich immer cool, wenn du es gemütlich machst, so, ne? Machst was Leckeres zu essen, machst abends ein Kerzchen an. Alles, was Frauen so. Ja, alles, was Frauen so mögen. Panda-Bär. Panda, genau. Panda-Augen. So. Nee, das ist schon. Das ist ja auch ein bisschen romantisch, ne? Da draußen im Sommer in so einer lauen Vollmondnacht oder. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. In der Regel, sagen wir mal so, wenn ein Mädel dich mag, das ist ja schon mal eigentlich Grundvoraussetzung, dass sie mit ans Wasser kommt, dann fand die das eigentlich immer alle ganz cool. So, ne? Hat ja auch was. Ist ja ein bisschen romantisch, so ein bisschen Outback. Ja. Und man kann so seine Marlboro-Man-Cowboy-Gene mal da rauslassen und so, ne? Bist da im Outback halt, ne? Ja, hier. Mit einem Memory Foam-Liege, weißt du, mit Heizdecke, ne? Ja. Heizung noch da drin. Ja, aber in der Licht und Musik, ne? Ja klar, Brokeback Mountain. Ja, aber Peter, aber in der heutigen Welt wirkt das ja trotzdem, als würdest du morgens früh irgendwie mit deinem Cowboyhut und deinen Cowboystiefeln an so einem Lagerfeuer knien und so einer alten Blechkanne so einen schwarzen Teerkaffee kochen und Bohnen aus der Pfanne essen, so, weißt du? Ja, genau. Wo sind wir hingekommen vom Marlboro-Mann zu Typen, die einen Milchaufschäumer mit zum Angeln nehmen? Was Schwedes? Jetzt legst du die Milch auf Schäumer. Das haben wir schon mal gehabt, Marian. Jetzt ist wieder der Punkt gekommen, wo du, Kollege. Ich weiß auf jeden Fall wirklich noch, ohne Scheiß, dass wirklich so die meisten Puppen, die echt dann so gekommen sind, echt so gedacht haben, so ja, boah, so Zelten draußen, weiß ich nicht, die Viecher. Da komme ich nicht. Ne? So, aber die sind doch zu Hause bei dir auch nicht gekommen, oder? Ja, pass auf. So dieses
So, ne? Dieses so voreingenommen, so, hat ne? Hat die Waren mir erzählt. Ja, du Schwedes, Junge. Das habe ich schon ein bisschen vermisst, ne? Naja, aber ich muss sagen, wo der Schwedes gerade meinte, hier mit Memory Foam und so. Ich habe echt die Erfahrung gemacht, der Game Changer war wirklich immer, wenn du dann gesagt hast, so, ey, das ist wirklich geil hier und ich schlafe hier wie zu Hause, dann erstmal so, hä, wie kann das denn? Wenn du dann gesagt hast, leg dich mal auf diese Liege. Und das echt. Aber du musst danach, dich ausziehen. Nein, aber dass die, echt dann alle so gesagt haben, yo, okay, krass, hier liegst du wirklich geil. So, ne? Du musst da übertreiben, du musst sagen, auf der Liege schläfst du besser wie in jedem Bett. Das ist, das so. Als wie, ja, Peter, kannst du hier hinstecken, wenn am Ende, dann ist alles, ne? Darum geht's doch. Geht doch, so. Geht doch, das ist wie beim Karpfen von Angeln auch, am Ende zählt doch, dass der Zeiger rumschlägt, oder? Rums, auf der Waage, rums muss es machen. Es geht ums Ergebnis. Erlebnis schön und gut, aber wir wollen gutes Ergebnis. Ja, apropos. So, apropos gutes Ergebnis, aber jetzt, hast du jetzt da was erzählt, Maui, oder nicht so richtig? Hast du ja nichts rausgelassen, oder? Nö, das ist ja auch intim, ist ja auch privat. Ich habe nur gesagt... So wie ich einen Maui kenne, wurde der nie besucht. Nee, natürlich nicht. Ich habe auch noch nie in meinem Leben... Nee, hast du recht. Besucht. Hast du recht. Nee, was soll ich sagen? Ich habe die Gummistiefel-Story habe ich schon mal so ein bisschen erzählt und jetzt soll ich euch jetzt erzählen, wie ich irgendwelche Ollenbums oder was? Das ist ja auch nicht das Passende für hier. Was ich sagen kann... Sonst auch immer. Was also ich sagen kann, ist nochmal, wie gesagt, was der Marian auch gesagt hat, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, findet das die Damenwelt in der Regel schon sehr angenehmer draußen. Seid ihr, das sind so totale... Spinnenphobiker und die irgendwie Angst im Dunkeln haben und sich nicht mal trauen, irgendwie 3 Meter. Also, ich sag's euch ganz einfach: macht das Teelicht an, da ist er so gut wie drin. So, jetzt Themawechsel. Ja, ich wollte eigentlich noch ein paar Girls grüßen an dieser Stelle, aber. Ja, erzähl doch mal, wen hast du denn alles gefickt? Ich wollte noch ein paar Girls grüßen. Also, an dieser Stelle, Liebe geht raus an meine Verflossenen. Nathalie, Ivana, Samira, Kati, Jennifer, Malena, wie heißen die mir einfallen? Und natürlich die bezaubernde Sarah, um sich zu vergessen, ne? Ey, aber bist du ein Liebeskasper, Alter? Ich gebe den Namen gar nicht merken. Du musst das Eisen im Feuer lassen. Unglaublich. You never know. Also ich habe alle Namen vergessen. Hey, ich glaube auch, der hat gerade ein bisschen geflext. Naja, natürlich. Als wenn sie alle bei Marian beim Angeln vorbeigekommen wären. Also die Maren hat mir erzählt, dass sie ihn entjungfert hat, ey. Okay, kommen wir jetzt mal hier von den Schmuddelthemen. Nee, ist eigentlich gar nicht. Ist ja Liebe, ist ja süße, süße, zarte ja. Liebe. Kommen wir mal von süßer, zarter, gefühlvoller Liebe zum Angeln. Was ist denn? Was gibt denn überhaupt Neues in der Szene? Ich war lange weg, habe ich das verpasst? Ja, du warst mit einem Hauptdarsteller eines neuen Videos warst du unterwegs. Ah, der Fleischminister aus der Schlachtanlage, oder was? Ja, genau. Wie keul ich 150 Schweine am Tag. Nein, mit Marc Vosen, der hat ja ein neues Video mit Luki, ne? Giganten der Alpen. Jo. Epochale Titel, Giganten der Alpen. Ja, auf dem Hinweg nach Spanien hatte Marc mich gefragt, ob ich es ein bisschen gucken will, so während der Fahrt. Aber ich habe gesagt, nee, ich will es schon so, also auf dem Handy so klein, ne, weil er hat irgendwie so einen Pre-Cut gehabt. Aber ich hatte jetzt irgendwie keinen Bock mehr, das auf dem Handy da anzugucken. Das soll schon bitte auf dem großen Monitor stattfinden. Ich dachte, hinten im Kindersitz hat er dir Tablet in der Hand gedrückt. Damit du ruhig bist, Aue. Ja, mit der Elsa-Umrandung, weißt du? Elsa-Eiskönigin. Also, jetzt mal weiter, wir sind heute ein bisschen albern. Maui, also du hast das nicht geguckt, das Video? Ich habe das in Teilen geguckt. Wo ich daheim war, habe ich angefangen, das zu gucken, habe es dann aber nicht weitergeguckt. Ich wollte das aber mir die Tage zu Gemüte. Die Hälfte habe ich etwa gesehen. Also ich muss auch offen und ehrlich eingestehen, ich habe angefangen zu gucken und dann war es alles so ein bisschen turbulent hier. Also ich habe es nicht zu Ende geguckt, Asche auf mein Haupt. Aber was ich gesehen habe, die Jungs mussten kämpfen. Würde ich sagen, oder? Im April unterwegs oder was? Ne? Scheiß Wetter und Umstände irgendwie so semi halt, ne? Aber haben noch, also Maja, du hast doch zu Ende geguckt, die haben noch einen dicken gefangen, ne?
Haben nur einen dicken gefangen am Ende, ja. Ich hatte es mir, ich glaube auch direkt irgendwie einen Tag später nach Release ist das bei mir aufgeploppt, morgens bei YouTube. Ich habe ja auch so, bin ja auch wirklich so ein Medienopfer und meine Morgenroutine ist eigentlich immer, dass ich mein Kaffee direkt irgendwie auf der Couch schlürfe und irgendwie mich berieseln lasse von bewegten Bildern. Und da habe ich mir morgens reingezogen. Ich fand es wirklich schade für die Jungs, weil die ja echt im Arsch gekniffen waren zwischendurch, halt auch mit dem Wetter, gerade so zum Ende hin. Hat aber wiederum so von der Stimmung her, fand ich da viel Cooles mit reingebracht. Ja, und die Umgebung ist schon sexy. Also ich kann wirklich, finde ich, oder muss ich sagen, so diese Hintergrundkulissen mit den Bergen, und das ist auch etwas, was ich auch immer wieder bei so den Österreichern oder bei den Schweizern oder so feier, mit ihren Fischbildern da irgendwie vor so schneebedeckten Bergen und so im Hintergrund, das finde ich schon, passt irgendwie nicht so, finde ich immer. Weißt du, beim Karpfenangeln so im Hintergrund hast du entweder Laub, Schilf oder Wasser, aber wenn du dann da so die Berge im Hintergrund siehst, ne? Und so, ja, finde ich immer. Ja, vor allen Dingen schneebedeckt, besonders, ne? So, ne? Ja, voll. Ist irgendwie immer besonderes Szenario und doch, hat mir gut gefallen, ja. Ah, ich muss das mal zu Ende gucken. Muss ich mal machen die Woche. Oder Maui? Haben wir ein Filmdate? Du und ich? Zusammen, wir gucken einfach mal abends zusammen, was? Ja, genau. Wie nennt man das? Reaction. Nee. Reaction. 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 Ich dachte, wir machen Netflix und chill. Okay. Eigentlich auch gut. Ja, ich gehe einfach in deinen Browser-Suchverlauf rein. Maui, boah, besser nicht. Durch. Ich bin krank. Endlich ist es raus. Danke. Ich hab da ein Problem. Ohne Scheiß. Also, liebe Zuhörer, ich war am Donnerstag mit nicht angelnden Kumpels unterwegs, also letzte Woche Donnerstag, weil der Kumpel Geburtstag hatte, also keiner angelt von denen. Und dann habe ich gesagt, Jungs, jetzt mal alle Handy auf den Tisch und dann hier auf die Lupe bei Instagram drücken. auf die For Me-Page? Ja, ist das For Me-Page? Oder For You-Page. Oder die For You-Page. Ja, genau, also alles, was der Algorithmus dir halt als Suchempfehlung darbietet, ne? Ja. Alle hatten Weiber mit dicken Titten da drauf. Alle. Unisono. Wir waren 8 Leute, alles Gleiche, ne? Du hast nur so Nuancen gesehen. Bei mir hatten sie noch eine Angelrute in der Hand oder saßen auf dem Fahrrad. Bei dem anderen waren sie irgendwie am Motorradfahren, weil der Motorradfahrer ist, ne? Und der andere, der kocht so gerne, ne? Der ist Italiener, ne? War irgendwie so eine Alte, die halt halbnackt Pizza backt. Aber immer das Gleiche. Geil, oh, das würde ich aber auch mal gerne sehen, das Video. Wenn die da so in Slow Motion den Teig knetet. Geil. Also ich erkenne auf jeden Fall ein Muster, was ich auf keinen Fall vertreten kann. Also das kann ich erkenne ein Muster. Schönen Frauen zu schönen Karpfen. Der Beauty Carp, ey, hast du gesehen? Der hat ein geiles Video gepostet, was er da an Herbstfang rausgehauen hat. An Abfischung. Ja, ja. Also ich habe schon mal für unseren Verein 10 Stück geordert. Also wer jetzt noch schnell ist, der kriegt dann richtig geile Beauties. Also schreibt den guten Christian mal an. Der ist ganz nervös, aber ich weiß, ist überhaupt noch was da von den ganzen Sachen? Ich habe es ehrlich gesagt nicht mal gesehen, aber hat er jetzt mal eine gute Ernte eingefahren, sage ich ja, mal. Also ja, also zumindest, genau, wir hatten ja die Tage dazu was gepostet und es steht jetzt zeitnah noch eine Abfischung an. Und ja, das, was er bisher wohl rausbekommen hat, sieht auf jeden Fall alles erste Sahne aus. Und ich finde es wirklich, muss ich auch jetzt nochmal, jetzt wo wir darauf kommen, wirklich nochmal ein großes Lob und großen Respekt an den Christian aussprechen. Alter, ohne Scheiß, in den Zeiten, und das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir auch irgendwie das Thema, ne, ihr erinnert euch sicherlich noch alle, da sind wir wieder, ne, an die Folge mit der Anna, mit der Fischwirtin und so, und wir haben ja oft darüber gesprochen, über die Problematik halt, über die fehlende Lobby in Deutschland, und das trotz alledem noch mit wirklich so viel Leidenschaft und Manpower zu machen, finde ich wirklich faszinierend, habe ich echt Respekt vor. Und ich finde es vor allem immer wieder cool, deine Videos zu sehen, wenn du, ja, ich sag mal, da so gefühlt knietief im Mock stehst, mit deinen nassen, stinkenden Händen da in irgendwelchen K2-Karpfen rumwühlst und dann halt noch Bock darauf hast,
die Handykamera drauf zu halten und das zu filmen. Also, ja, großen Respekt. Ja, ich bin auch froh drum, dass halt was rausgekommen ist, ne? Also, dass er nicht da auch weggeottert, weggekormorant wurde. Dass da wenigstens aber noch, wenn du den Stöpsel ziehst, dann so viel drin ist, dass du sagst, okay, hier hat gerade wenigstens ein bisschen ein Geschäft stattgefunden für mich, so, ne? Weil ich stelle mir das schon sehr für die Psyche sehr anstrengend vor, wenn du dann den Stöpsel ziehst und siehst erst dann den Lohn deiner Mühen, so, ne? Ja. Aber auch geil, weißt du, wie hat er so ein Video geschickt? Ja, yeah, Peter, guck mal hier, jetzt such dir ein paar aus, guck mal, der ist hochrückig. Ah, nee, der ball dich selbst. Ich so, nein, Alter, der wird dich haben. Ne? Ah, nee, der ist ein Hochrückiger, Oder der, ah, nee, der hat, glaube ich, vielleicht eine Rippe gebrochen. Also, Rippe brechen musste nicht unbedingt vom Fotografieren runterfallen oder was weiß ich kommen, sondern war auch hier bei diesen, was haben die, 4 Kilo? 3, 4 K2, Kilo? K2, so, K3, Kilo ja, 2, 3 Kilo. Nee, so groß nicht. Ja. 2, 3, aber. Und also die hat er alle aussortiert und hatte da wirklich so, ach, also was waren das, 50, 60 Stück, also wirklich 1A-Ware. Also wenn du die am Haken dran hast, das ist wirklich Fish of a Lifetime, wenn die mal so 2, 3, 4, 5 Jahre älter sind. Ja. Mega. So Fullies. Ja. Also ich kenne auch echt einige Leute, die sich Fische bei dem geholt haben, so auch mit ein bisschen jetzt, auch wo man mal von einem Rückblick reden kann, also Fische, die vor über 10 Jahren gekauft wurden und die machen sich schon gut, ne? Wenn der See ein bisschen was an Potenzial hat, dann wachsen die auch ganz geil und sind halt einfach traumhaft schöne Fische, die der da züchtet, ne? Da gibt's nichts. Aber das ist ja, und gesund. Ist ja auch geil, ne? Und gesund, muss man sagen. Ja, und, also, ne, ich kann. Ja, mach, ich erzähl schon gleich. Ja, gesund. Bei uns war vor allem, ja, wir müssen jetzt hier noch ein Fass mit Sauerstoffanlage und alles Mögliche mit dem Anhänger hinfahren, die 10 Stück holen. Christian so, hä? Du packst den Tüten. Alter. Die kommen in eine Tüte, da kommt Sauerstoff rein, da könnt ihr mit dem Kombi holen und es ist überhaupt kein Problem. Also selbst der Transport, die Logistik ist echt easy. Ne? Also er verpackt ihr euch so, ihr fahrt hin, holt die oder ich glaube, der kann sie sogar verschicken. Ne? Geht das auch? Kleinstmengen, glaube ich, und kleinere kannst du verschicken, aber der Rest ist wirklich easy in Tüten, eine Tüte voll Karpfen. Wir haben das nämlich auch schon bei einem anderen Züchter von unserem Verein vor Jahren mal geholt. Da haben wir die auch, ja, ganz einfach in dicke Säcke verpackt bekommen, Sauerstoff rein, Wasser rein und dann kannst du die, ihr wisst ja, Karpfen sind ja zäh, Alter, so, ne? Und vor allem, wie kommen denn die ganzen Kois aus Japan? Die sind auch, ne? Ja. In Tüten. Die schwimmen übers Meer. Die machen sich als wassertauglich. Es gibt nämlich ein Flugzeug, das hat den Passagierraum, ist quasi, ist geflutet. Also die legen die Käuse auf die Sitze und fluten dann den Passagierraum. So funktioniert das. Aber die müssen sich auch bei Start und Landung anschnallen. Ne? Ja. Und die Tische hochklappen. Geil, die Airline hat wahrscheinlich der Ronny und der Markus gegründet hier, die Koi. Flying Kois. Flying Kois. Koi Airlines. Ja, also wie gesagt, wenn ihr irgendwie Bock habt vom Verein aus oder so, ein paar geile Fische einzukaufen, also Meister Steinbruch von Beauty Carps ist auch in Wallau, hat momentan richtig geile Fische da. Kann man echt nur empfehlen, ne? Ja, vielleicht auch einfach mit den Vereinskollegen zusammenlegen und einfach heimlich kaufen, wenn der Vorstand das nicht möchte. Boah, wir gönnen uns jetzt ein paar schöne Streuschupper. Ja. Guerilla-Besatz. Guerilla. Ja, genau. Guerilla. Und das von dem ersten Vorsitzenden. Ah ja, unfassbar, deswegen hatte ich auch extra hingeschrieben, Streuschupper suchen ein neues Zuhause. Ja, Peter, du musst ja sehen, ich bin ja in vielen Angelvereinen, ich bin ja nicht überall erster Vorsitzender, ne? Ich kann ja auch. Ja. Da bin ich immer gespannt, ob der Verein zuhört, wo du erster Vorsitzender bist. Ja, da läuft alles nach Recht und Gesetz ab. Und vor allem für den anständigen Verein. M.K. aus H. Genau. Moses Kaulbach. Mit der Tafel in der Hand, Alter, auf dem Berg. Schön. Genau. Schön. Ach, herrlich. Herrlich. Ich bin da, ja. Okay, so, okay, pass auf. Ja, ey Jungs, dann habe ich noch was Interessantes gesehen. Matze Koch ist ja allen hier sicherlich ein Begriff. Und im Internet tauchten auf einmal Videos auf von wegen Fisch und Fang hat Matze Koch irgendwie fristlos gekündigt und sowas. Und dann habe ich mir das Video angeguckt und dann wurde dann auf einmal so ein Schnipsel
aus irgendeiner Predigt. Matze Koch ist ja bekennender Christ und auch Prediger, irgendwie schon fast sein ganzes Leben. Und da wurden halt irgendwelche Schnipsel veröffentlicht, wo er dann irgendwie ja, lautstark über Kündigungen gesprochen hat und und ja, daraus wurde dann quasi gemünzt, dass der aufgrund von ja, seiner Predigen und Ansichten wohl gekündigt wurde von Fisch und Fang. Also es wohl es zu radikal auch wäre in gewisserlei Hinsicht etc. Und dann habe ich erstmal so im ersten Augenblick gedacht so, krass. Okay, ist da was dran? Und dann habe ich bei Fisch und Fang mal geguckt, ob da irgendwie auch eine Pressemitteilung oder so zu ist. Da war aber nichts. Und dann irgendwann jetzt in den letzten Tagen ist da von der Fisch und Fang was gepostet worden, wo dann hieß hier, ne, ganze Blabla und hat ja nichts damit zu tun. Und da habe ich erst so gedacht, so, ja, jetzt reden sie vielleicht ein bisschen schön, versuchen da irgendwie in der Öffentlichkeit einen sauberen Namen da zu haben. Aber dachte dann wiederum auch so, ja, komm, jetzt ne, mal abwarten. Man muss sich auch immer beide Seiten anhören. Und tatsächlich ist dann auch von Matze Koch ein Statement hochgeladen worden. Und der sagt, alles erstunken und gelogen. Da muss sich irgend so ein Typ an irgendwelchen alten Predigen bereichert haben und hat sich da einfach was zusammengeschnitten. Fakt ist wohl, dass Matze Koch die Zusammenarbeit mit denen halt beendet hat, aber einfach aus diversen Gründen, so dass halt einfach beide irgendwie gesagt haben, so, da ist so ein bisschen so ein Interessenkonflikt und die Ansichten und so und wo es hingehen soll, das ja, geht halt ein bisschen auseinander, aber absolut nicht irgendwie negativ. Und ja, da im Internet halt so ein Schmuh betrieben wird, um halt echt da jemanden schlecht darstellen zu lassen. Und dann habe ich so... Aber ist er jetzt wirklich... Er ist wirklich weg, genau. Also wirklich, kann man sich auch echt mal angucken, das ist ein Video, wie er da beim Angeln drüber erzählt, aber halt auch einfach sagt so, ey, das ist aus einer Predigt, wo ich in Köln war und da ging es darum, dass irgendwie ein Mitarbeiter... sollte wohl irgendwie einem Endverbraucher, einem Kunden etwas verkaufen, aber der stand halt irgendwie nicht hinter dem Produkt oder dem Konzept oder so oder was auch immer und der wurde dann auf jeden Fall seitens des Arbeitgebers halt dahingehend gekündigt, weil der halt aber einfach sagt so, ey, ich habe meine Prinzipien und ich will einfach keinem irgendwie Scheiße erzählen und wurde daraufhin gekündigt. Und das war wohl Inhalt dieser Predigt als Thema, was auch immer. Ja, aber in diesem Video wurde es halt so dargestellt, als ob Matze Koch jetzt quasi im Nachgang über die Fisch und Fang da spuckt und nachtritt und da halt in seinem Predigen irgendwie rumrotzt, wie so ein Rohrspatz. Und das fand ich schon krass. Fand ich schon krass. Ja, habe ich auch gedacht. Aber wer hat denn die Motivation dazu, sowas zusammenzuschnipseln, ist doch, oder? Ja, musste schon Querweile für haben. Voll. Er muss schon richtiger Hurensohn sein. So. Aber wir haben doch gute Kontakte zu Fisch und Fang. Wieso sind wir denn nicht mal direkt dran gegangen? Ja, haben wir gefragt. Ja, Marian, also Investigativ-Journalist wirst du nicht mehr, ne? Ja, also, nee. Wir sind ja in der Besteuerung 11, Alter. Klaas Meyer-Heuer hier, so. Spiegel-TV-mäßig. Am Ende des Tages ist das natürlich Hörerfrage. Über die Hörerfrage kommt er nicht hinaus. Nein, aber weißt du, am Ende des Tages sind das jetzt auch keine News, wo ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so, ne? Da muss ich aber jetzt mal hier erfahren, das ist ja wichtig. Doch. Gossip, Marian. Ich fand es aber wirklich einfach krass so, ja, wenn du einfach siehst, was so Falschaussagen und Falschnachrichten da halt so lass auch auslösen mal, lass da auch mal ein paar Gerüchte in die Welt setzen. Ja, stimmt. Also ich habe gehört, der Blinker hat den abgeworben. Mit einer Millionensumme hat der Blinker den eingekauft. Ich hab gehört, die Karpfenzähne hat den abgeworben. Er kommt nämlich wieder, jetzt habe ich auch gehört, Karpfenzähne kommt bald wieder, das Magazin. Ja. Ja, mit der Szene. Da hier, ne? Ja. Ja, das gibt alles bald wieder. Die Karpfenzähne der Szene heißt das. Stimmt es das? Die Szene der Szene. Ja, die älteren Hörer werden sich erinnern, das kommt bald alles wieder. Das ist wie Plateauschuhe und Flanellhemden. Das hat alles seine Reas. Aber Flanellhemden waren im Hause Schwedes immer schon. Die karierten, die waren immer da, immer on point. Ja, das Schlimme ist, und da bin ich wieder Freund genug einzugestehen, trotz seiner Schuhgrößenwitze, er kann es tragen, leider. Also sieht zwar halb schwul aus, aber er kann es tragen. Er hat auf jeden Fall auch immer zugeknöpft, das muss man ihm lassen. Ne? Weil, ich weiß so, da irgendwann, ich weiß gar nicht, wer spät ist, erinnerst du dich noch?
da, ich glaube, da waren wir auch zusammen auf einer Messe, war das noch mit Fox oder so, da wollte ich abends auch so ein Hemd anziehen und habe das aber aufgeknöpft, locker, leger gelassen. Und da hat der Schwede zu mir gesagt, Alter, nur Fette tragen das Hemd offen. Ja, ist so. Ist so. Ja, was soll ich sagen? Ja, da könnt ihr mal sehen. Was ist denn eigentlich da hinter deinem Mikrofonständer, Schwedes? Wieso hast du die Jacke so offen? Da zieh doch ein bisschen. Nee, Maui, warte mal, bleib mal genau so, Schwedes. Ich muss ein Foto von machen. Nee, bleib schon so. Er hat schon Massephase langsam, ne? Schwedes setzt Leiche an, ey. Schwedes setzt Leiche an. Nee, Alter, ich lieg hier in meinem Sessel. Ja, aber ich hab letztens schon gesagt. Ich hab leicht verhärtet. Ich hab letztens schon gesagt, da lehnt er sich so weit zurück und stellt diesen Mikrofonständer aus seinem mittlerweile leicht vorhandenen Bauch. Ah ja, können wir es leisten. Also sonst immer so die Grazie da auf dem Rennrad, ne? Kein Gramm so. Fett an dem Mann dran, ist auch langsam rum. Das ist er ist fast ein. Aber es kommt vielleicht auch von der drillt auch zu wenig die letzte Zeit, habe ich das Gefühl. Vielleicht liegt das auch einfach daran. Das ist natürlich. Hat Cardio vom Werfen und Einkommen und Kolbert, Fischer. Du bist so ein dreckiger Menschenmüll, ey. Ja, das stimmt auch. Karpflagel hat. Ich bin froh, dass du in Aachenburg sitzt, aber ich bin in anderthalb Stunden bei dir und da breche ich dir beide Knie und fahre dir mit dem Panzer übers Gesicht. Ist kein Thema, du weißt ja, wo ich wohne. Ey, Karpflagel hat ihn geformt, Alter. The Hook made me. Naja. Ach, schön. Wenigstens kann ich Netzkappen tragen. Schön, aber auch geil, dass ich rumpöbel und suche einen drauf bekomme. Das ist mein natürlich. Podcast hier. Das ist Pimmel, perfekt Alter. So. Ich finde, das ist ein schöner Ausgleich. Peter, danke dafür. So gefällt mir das. Einfach ein Pimmel. Das ist, wie ich so geil gesagt habe, in der Folge, die ich schon Peter aufgenommen habe. Warte, Maui. Mit der Aussage wäre ich aber ein bisschen vorsichtig, Alter. Ne? Ja, mit den Netzkappen? Ja, ich wäre ein bisschen vorsichtig, Kollege. Ich habe da letztens auch ein Foto gesehen, das lässt tief und weit blicken. Ja, Alter. Also, das Nest ist nicht mehr so dicht, mein Freund. Ich bin aber auch fast 50, ja? Na, das also stimmt. Daher. Und der Schwede hat genug Kohle für 15 Haartransplantationen, wenn er will. Ja, also, ich muss mir nicht so eine Türkenzwiebel dahin zaubern wie du, weißt der du? Macht, der Schwede eröffnet direkt so ein eigenes Haartransplantationsstudio. Ja, ist besser wegen Steuer auch. Ja, genau. Ich kaufe den ganzen anstatt Bums. Anstatt ich mir so einen Forellenpuff dahin zauber aus dem Siegerland, weißt du, ums Geld zu waschen, mache ich lieber Haartransplantation. Ich mache jetzt in Haare. Ich mache in Haare. Harry P. Oh ja. Junge, wenn der Sura dann nochmal operiert wird, dann kriegt er dann einfach, weißt du, so eine richtige Fotzenkrause in das Loch rein operiert. Das sieht so richtig scheiße aus. Die stinken wie so ein schönes in Öl eingelegtes Thunfischfilet, ey. Ja, so die. Kannst du waschen, wie du willst. Die Haare vom Lampes aus den 90ern, diese Krausel herrschen. So eine schöne Fotzenkrause. Geil. So, Jungs, dann machen wir jetzt ein kurzes Päuschen. Ne? Damit wir uns alle wieder beruhigen und nicht so viel Quatsch reden, weil nach der Pause holen wir Mr. Carp Expo noch dazu. Der hat ja noch eine Aufgabe von uns gestellt bekommen. Er soll ja eine Messe-Story erzählen. Und da bin ich mal gespannt, was sich der gute MSM, aka Marius. Marius Seppel. Marius Seppel Mu. Juni. Marius Seppel Merz. Markus Seppel Mai. So. Ja, genau. Alles Schöne macht der Mai. Jawohl. So, also. Bis gleich. Kurz Päuschen. Bis gleich. Ciao. Du suchst zuverlässiges Tackle, bei dem das Preis-Leistungs-Verhältnis passt? Dann bist du bei Sonic Sports genau richtig. Egal ob Bootsangeln oder weitere Wurfdistanzen, wir haben für jeden was im Sortiment. Wenn wir deine Neugier geweckt haben, check doch mal unsere Homepage www.sonicsports.com. Anfang November ist es endlich wieder soweit. Die Carp Expo in Wallau öffnet wieder die Tore.
Am Samstag, den 9. November und Sonntag, den 10. November, findet ihr dort auf 2 Etagen alles, was das Karpfenanglerherz höher schlagen lässt. Alle weiteren Infos findet ihr unter www.karpexpo.de. Da sind wir wieder. Da sind wir. Marian? So. Ja, einfach, einfach. Ja, da ist es, da ist es. Ja. Es geht los. So, Bingo. Dann hol jetzt mal den Mario Seppel Merz rein. Ich hol Mario Seppel Merz rein. Wir haben es ja schon mal erklärt. Noch einmal kurz für die Hörer. Der Marian ruft den Markus Sippel-Mai jetzt an. Der Marian telefoniert mit ihm. Wir hören Markus über den Lautsprecher, aber Markus kann Peter und mich nicht hören. Deshalb muss Marian das weitergeben. So. Hat auch seine Vorteile. Ja. Ich rufe den an. Penis! Vor allem, wenn der Peter wieder über Titten redet. Ja, moin. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Karpexpo. Einen wunderschönen guten Abend. Wir drei, das Trio Infernale ist wieder vollständig. Wir heißen dich willkommen in der 86. Folge. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, ich sag's dir. Wie ist die Lage? Ist alles geil? Super, super. Ich stehe hier gerade auf der Dachterrasse an der Ostsee. Ich hoffe, die Akustik ist super. Ja. Schön, okay. Bis im Urlaub. Machst du noch Urlaub, bevor der Messetrubel losgeht? Genau, wir haben ja Ferien bei uns und die Kinder wollen ja auch mal weg. Ne? Und haben wir gesagt, fahren wir mal schnell vom Montag bis Freitag nochmal zur Ostsee. Schön, das hört sich ja gut an. Das hört sich gut an. Also, stehst auf dem Balkon oder auf der Terrasse und was trinkst du Köstliches? Rosé. Ja, guck, Maus. Jawohl. Ja, komm, dreh direkt durch. Das ist mein Markus. Ja, so kenne ich ihn. Das ist mein Markus, sagt er. Super. Genau. Ja, wie ist die Lage? Was macht die Messevorbereitung? Alles super. Also ich bin fast durch. Schön. Noch ein bisschen was mit den Vorträgen, noch ein bisschen was zu tun, aber ansonsten ist eigentlich alles gut. Wir haben heute den Hallenplan veröffentlicht. Ach, echt? Ich hab alles schön, kannst darauf gehen. Oh, habt ihr gehört? Hallenplan ist online. Ja, habe ich gehört. Der Hallenplan ist online, muss ich mir gleich mal angucken. Ja, da müssen wir gleich auf jeden Fall mal reingucken. Ja, Marian, ganz wichtige Frage zu Anfang. Also wir haben ja in der letzten Folge mit ihm, wir haben in der letzten Folge mit Markus ausgemacht, dass er das Maikäfer Flugbenzin besorgt. Ist das denn schon im Bestand oder ist das noch im Zulauf? Stimmt. Wichtigste Frage von Herrn Schwedes. Maikäfer Flugbenzin, sind die Tanks voll? Die Tanks sind voll. Die Tanks sind voll, sagt er. Wir können ja nicht wieder. Das hat der Habeck auch gesagt und dann kam der Winter. Ja, okay. Der weiß mein Schwede gerade sagt, wo du das sagst mit den Dosieren. Sagt er, das hat der Habeck auch gesagt. Und dann kam der Winter. Ach, schön. Also gegen solche Vergleiche möchte ich mich aber entschieden verwehren. Ja, er möchte sich gegen verwehren, ist klar. Ja. Also, zu Recht. Ja. So, ja, also. Ja, ja Markus, du hattest ja eine Aufgabe, eine Hausaufgabe von uns bekommen. Ja. Hast du diese Hausaufgaben gemacht? Natürlich. Natürlich. Wie immer, früher in der Schule, du hast 3 Wochen vorher irgendwelche Aufgaben bekommen und hast dann die natürlich sofort erledigt. Ja, morgens früh auf dem Weg zur Schule, ne? Noch schnell im Schulbus geschrieben. Hab mir vor einer halben Stunde lang gemacht. Aber da sind halt so ein paar Sachen so ziemlich präsent, die vergisst du nie, da wollt mir ja nicht so zu sehr Gedanken drüber machen, ja. Okay. Marian, frag mal bitte, ob da einer von uns dreien auch mit von. Achso, genau, genau. Also er bricht natürlich jetzt schon Massenhysterie hier aus und Panik. Haben wir da irgendwie was mit zu tun? Wie jetzt mit der Geschichte? Kommt da einer von uns drin vor? Nein, ja dann, oh, feel Gott sei free. Dank. Ja, mach. Dann kann er alles erzählen. Alle Details, alle Namen, alles. Die ich jetzt so anreißen will, die liegen schon etwas länger zurück. Ja, Markus, dann, stage is yours. Wir hatten nämlich dem Markus ja gesagt, in der letzten Folge, pass auf, du musst dir die geilste und lustigste Messegeschichte, die dir sofort einfällt, die musst du uns erzählen. Ja, die geilste und lustig. Lustig weiß ich nicht so richtig. Oder die heftigste. Scheißegal.
Ich fange direkt mal mit meiner allerersten Messe an. Ja. Am 26.02.2004. Ich weiß es noch ganz genau. Es war, wie gesagt, die erste Messe. War gut ausgelastet. Ne? Und damals hatten wir ja komplett andere Zeiten. Social Media gab es noch nicht. Die Werbeanzeige für die Messe im Februar musstest du schalten im Oktober. Mhm. Da wusstest du eigentlich noch fast nichts. Ne? So, also haben wir die Werbeanzeige geschalten. Markus Dittgen hat mich da sehr, sehr unterstützt. Bin ich ihm sehr dankbar für. Ein tolles Layout ihr habt und, und. Jedenfalls war der Messetag ran. Und ich habe mir so gedacht, so 2 Stunden vor der Messe müsste ja komplett ausreichen. Sind wir mit meinem kleinen Team, damals war wirklich nur ein kleines Team da angereist in Paaren. Ich war ja nicht weit weg von mir zu Hause. Ja. Um 6.30 Uhr morgens. Und ich sehe schon verdammt viele Autos auf dem Parkplatz. Ich denke, was ist denn hier los? Bewege mich dann quasi an das Hallenende, da wo der Haupteingang war. Früher gab es ja dann auf dem Märkischen Landmann das Restaurant. Und dazwischen gab es so ein kleines Foyer und ich komme da ja nicht rein, weil der Knüppeldicke voll war. Ja. Und ich denke, sind die alle wahnsinnig? Was wollen die denn jetzt schon hier? Und dann spricht mich der Erste darauf an, dann macht ihr auch pünktlich auf. Ich sage, ja, aber in 2 Stunden. Wieso in 2 Stunden? Mit immer totaler Aufruhr. In der Anzeige steht 7.30 Uhr. Ich sage, niemals. Mir meine eigene Anzeige und da stand Tatsache 7.30 Uhr drin. kein Aussteller da. Ja, pass auf. Ja, und das war natürlich das Hauptproblem. Klar, wir konnten dann relativ schnell, ich meine, damals mit den Kassen, das war ja alle, da hast du da so eine Tippelkasse da gehabt. Ja. Das war ja alles kein Problem. Da musstest du nicht irgendwie auf dem WLAN warten, dass du da irgendwie eine Rückmeldung kriegst von dem Server, sondern zack, das Ding in eine Steckdose und schon lief das. Ne? Klingelt war vorgezählt von zu Hause. Nur das Problem war, es war in Tatsache um 7:30 auch noch keine Aussteller da. Ja, ja, eben. Ja. Ja, natürlich. Ja. Dann musste ich da versuchen, irgendwie die Masse da so ein bisschen vorne zu googeln. Und wir haben dann auch erst kurz vor 8, nachdem dann so 3/4 der Aussteller wenigstens schon mal da waren, haben wir dann angefangen, die ersten Leute reinzulassen. Ne? Aber das fanden auch viele von den Besuchern ja nicht witzig. Weil ich meine, das war nun mal die erste Messe bei uns da im Osten, die man als solche bezeichnen konnte. Da gab es schon früher mal ein paar Treffen, selbst in Paaren, als die Halle noch nicht stand, gab es schon mal so Treffen. Aber das war halt quasi so das erste Karpfenangler-Meeting Berlin-Brandenburg. Ja, und dann passiert da erstmal so ein Ding. Also das, unangenehm, also unangenehm. Die Anzeige habe ich noch und ja, das hat sich übel eingebrannt. Aber soll er mal zuschicken? Ja, ja, genau, schick da mal zu. Da muss er uns mal schicken. Ja, ja. Das ist geil. Das habe ich irgendwie nicht auf CD gebrannt. Ja, das ist ja auch der Albtraum. Ich habe eine Frage. Ja, nee, ich will, das ist der Albtraum eines jeden Veranstalters, dass sowas passiert, ne? Das ist wirklich der Albtraum. Er sagt auch, also, absoluter Albtraum, ne? Ich meine, Uhrzeit ist ja das eine, aber stell mal vor, du vertust dich im Datum. Ich meine, heute bin ich da relativ gelassen, ja. Also, ja. Wenn Fehler passieren, ich meine, mein Gott, da kannst du dir verrückt machen, aber kannst du nur lassen. Kannst versuchen, das relativ schnell zu lösen, aber das, damals gab es die Gelassenheit noch nicht, ne? Ich war 20 Jahre jünger. Da, und also wirklich, also das, wenn ich da kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, ne? Ja, vor allen Dingen. Warte, so, ja, Jungs, warte. Du planst, du machst, du tust, das erste Mal. Ich kenn's ja auch als Veranstalter, muss sitzen. Wenn es erstmal sitzt, wird's danach alles leichter. Und dann ja. So ein Ding, das ist ja jetzt ja auch nicht so, dass du sagst, oh, wir haben hier vielleicht einen Klowagen zu wenig oder so, ne? Das ist schon, das ist natürlich schon. So eine Stunde vorher, das ist schon hart. Das ist schon hart. Ja, Maui sagt auch, diese Gelassenheit, die du natürlich heute hast im Vergleich zu damals, so das erste Mal. Und es ist ja nicht so, als ob da einfach nur ein Klowagen zu wenig ist, ne? Sondern wenn du da natürlich ankommst, ganz entspannt und die ganze Meute da im Foyer oder vorne schon steht, kein Aussteller ist da, da kommst du erstmal natürlich ins Schwitzen, ne? Genau. Ja. Also das waren ungefähr frag mal bei jetzt. Wir haben die ja noch relativ schnell drin gehabt, ne? Ja. Aber hat sich ja dann weiter aufgestaut. Aber das ist erst schon mal komisch, ne? Und dann versuch mal den Leuten zu erklären, weil du kannst ja nicht mit 200-300 Leuten gleichzeitig sprechen und jeder hat da irgendwas zu sagen und man sagt dann tausendmal, Mensch, tut mir leid, aber wir müssen mal ein bisschen warten, sind noch keine Aussteller da. Ah, ja. die haben ja alle gedacht, wir sind komplett behindert. Ne? Ja, ja,
Aber du siehst, heute geht das auch noch, aber da hängt dann wenigstens ein Schild am Stand, heute später wegen gestern. Ja, genau. Ach, herrlich, herrlich. Und ja, jetzt pass auf, jetzt kommt die zweite Geschichte, das war, wenn ich richtig bin, musste 2015 gewesen sein. Und da wird sich vielleicht Kauli auch noch dran erinnern. Ja, Kauli, hör ganz genau zu. Ja, ich höre ganz genau zu. An dem Samstagabend, also nach dem Messe Samstag, da hat seine Ex-Freundin noch aufgelegt. Jo. Und da haben wir ja so Schweingrillen gemacht und so. Und dann kam der Koch, der da für das Schweingrillen zuständig war, also jetzt nicht unser Heiko, sondern der Koch von dem Caterer, kam auf die glorreiche Idee, die angeblich abgebrannte Asche im Papiercontainer zu entsorgen. Ich denke, das hat gedauert bis um 11, also an dem Messesonntag um 11, und mit ihm ging der Feueralarm los. Dann mit dieser original eingespielten Stimme: Bitte Ruhe bewahren, verlassen Sie sofort das Messegelände durch die Notausgänge, und das dann quasi immer wieder, und dazwischen immer dieses hohe Geräusch von dieser Sirene, ne? Unverkennbarer Feueralarm, und wussten ja Tatsache, ja, komplett alle aus der Halle raus, ne? Ja. Also Aussteller und Besucher. Und dann kam da Ey, stimmt, oder was? Doch, ja. Das war ja kein Feuer in der Messehalle, sondern so, ich sag jetzt mal, 80 Meter weiter standen da so eine, ja, so ein Lagergebäude, wo die halt ihre Maschinen da lagern, weil es ja ein großes Gelände, was auch als so Art Tierpark genutzt wird und so. Und da waren auch diese Papiercontainer. Und da hat er das entsorgt, und da fing das enorm an zu qualmen. Und da sind auch Feuermelder installiert, aber das betrifft dann natürlich sofort das ganze Gelände. Ach du Scheiße. Ja, ja. Aber wie ging es weiter? Konnten die Besucher danach wieder rein? Also ich denke, wir waren so 20 Minuten alle draußen. Okay, ja, ja. Okay, das geht ja noch. Also ungefähr. Und Gott sei Dank war ja auch damals schon am Sonntag längst nicht so ein Andrang wie am Samstag. Ja. Also war das relativ einfach zu handeln. Aber allen zu sagen, dass sie raus müssen, ich meine, das hat mir ja die Stimme abgenommen, die über die Lautsprecher ertönte. Ja. Aber allen dann irgendwann mal zu sagen, so ist Entwarnung, ihr könnt alle wieder rein, das hat viel länger gedauert. Ach du Scheiße. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da, also das war auch kein Vergleich mit der Situation aus 2004, weil wenn du plötzlich Feueralarm hast und ja nicht weißt, was los ist, hat ja keiner was gesehen, also war ja kein Feuer in der Halle, und wir wussten überhaupt nicht erst, was los ist, bis uns einer darauf hingewiesen hat, na, guck mal darüber zu den anderen Gebäude, da brennt der Papiercontainer. Ja. Gut, aber die Feuerwehr war auch wirklich sehr, sehr schnell. Dank der freiwilligen Feuerwehr da ein paar Hand. Und die haben das dann auch relativ schnell gelöscht. Aber da geht ja anders die Düse. Ja, natürlich. Das. Oh. Ja. Aber wenn das jetzt bei der jetzigen Carb-Expo in Wallau. Ja? Wenn das bei der jetzigen Carb-Expo in Wallau passiert, gibt es dann Freibier draußen, wenn wir alle raus müssen? Schön ist, wenn das jetzt in Wallau passieren sollte, gibt es dann wenigstens Freibier draußen. Genau. Ja. Sag besser nein, sonst legt einer ein Feuer. Ich kann mich daran erinnern, dass wir so einen kleinen Kasten da bei uns neben dem Stand haben. Ne? Wir müssen einfach nur den Knopf drücken. Das reitet schon wieder auf dem Kasten rum, den du eigentlich standesgemäß freitagsabends immer zum Carpi-Stand bringst. Nein. Ich meine einfach den Feuerwehr. Der meint den roten Kasten an der Wand. Ach so. Ja, den er einschlagen muss. Nee, er meint den roten, der meint tatsächlich den Feuermelder bei uns am Stand. Ich habe gedacht, wir stellen uns alle dahin und sagst, wer den einschlägt, gibt's Freibier. Für alle. Ich würde schon sagen, das ist wie mit den kleinen Kindern, ne? Gibst du den kleinen Finger, nimmst du mal die ganze Hand. Ja, natürlich. Ja. Ach, ey. Aber den habe ich ja nicht Freitag gebracht, sondern immer erst Samstag. Nee, Freitag. Nach dem Aufbau. Samstag? Nee, Samstag. Ah, das war schon Samstag. Doch, war Samstag. Ja, da ist so viel Bier geflossen, ich weiß halt gar nicht mehr. Ja. Ach, herrlich. Ja, Markus, wir können auf jeden Fall nur sagen, wir freuen uns alle drei wirklich ein zweites Loch in den Hintern. Wir haben richtig Bock. Wir haben einen Kalender hier auf. Wir zählen die Tage. Das sind nur noch 2,5 Wochen. Ja, sag dem Markus auch, ich bin... alle wieder. Herrlich. Warte, Maui, was sagst du? Sag dem Markus auch, ich komme schon Donnerstag mit Ruben Eule, weil wir den ND-Tackle-Stand ja auch noch wieder mitbringen müssen, ne? Kannst schon mal Kaulbach, sagen, genau, Kaulbach und Ruben Eule sind natürlich extra on fire, weil die ja wieder den ND-Stand mit aufbauen oder alleine aufbauen. Die kommen natürlich schon Donnerstag. Und ich werde vielleicht auch schon Donnerstag kommen.
Die pure Begeisterung. Ja, ja. Das wird ein tolles Wochenende. Wir freuen uns. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, das hat er wieder nur. Ach schön, nein, wir freuen uns. Wir freuen uns. Der Schwede ist, der muss hoffentlich am Freitag noch arbeiten. Der muss natürlich arbeiten, ja klar. Freitag. Der kommt erst Freitagmittag wieder. 14 Uhr, denke ich. Ehrenmann, dann schreibt er wahrscheinlich wieder WhatsApp. Hier, schalt noch mal Mac, soll ich was mitbringen. Ein Traum. Es wird super. Es wird super. Ja. Die graue Eminenz. Die graue Eminenz, genau. Ja, Markus, du hast ja in der letzten Folge nochmal angeteasert gehabt, dass du noch eine Überraschung für unsere werte Hörerschaft hast. Ja, ihr habt ja jetzt das aktuelle Gewinnspiel, Tough Case. Jawohl. Und wir tun nochmal einmal zwei Freikarten dabei. Ja, geil. In der Hoffnung natürlich, dass der Gewinner irgendwie aus dem Einzugsgebiet kommt und euch gerne persönlich treffen will. Okay, geil, schön. Sehr geil. Dann kann er da kostenlos rein. Ja, geil. Ganz viel Spaß haben. Ja, das stimmt wohl. Cool. Das ist geil. Vielen Dank. Genau. Das ist cool. So, und dann gibt es ja noch ein Online-Gewinnspiel. Das hatten wir vor. Was gibt's denn da? Instagram. Ja. Wir hauen von uns rein ein Bissanzeiger-Set und zwar von Tracker DB7R. Wow. 3 plus 1 UVP 3,99. Wow. Läuft bei CarpExpo. Unseren Namen verlosen in der nächsten Woche und der Gewinner kriegt dann natürlich auch noch einmal zwei Freikarten extra und top. Das ist mal saftig. Wow. Boah. Ja, schön. Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Also Die Dinger können piepen, die können leuchten und die können funken. Das ist geil, ja. Markus, sag ihm vielen lieben Dank. Genau, vielen lieben Dank auch von den Jungs. Von mir auch. Genau, von Peter, der Maui, du hörst ja jetzt leider nicht. Das ist echt, da müssen wir uns mal zukünftig irgendwie was einfallen lassen, wie wir das noch besser gedribbelt kriegen. Ja, aber wirklich, Markus, also vielen, vielen Dank dafür. Jetzt auch nochmal spontan für die Karten, für die heutige Folge. Und ja, vielen Dank auch, dass du dir jetzt noch wirklich die Zeit genommen hast, im Familienurlaub mit uns hier ein bisschen Klamauk noch zu machen, ein bisschen zu quatschen. Wir freuen uns wirklich sehr. Ist mir Tatsache im Moment viel angenehmer, weil hier drinnen läuft der große Bruder und den muss ich mir nicht antun. Ah, okay. Ja, dann bleib draußen, rauch lecker und trink lecker. Ich bin draußen, schau auf die Ostsee und quatsch mit euch ein bisschen. Ja, ist okay. Auch gut. Nein. Also wirklich, wir freuen uns riesig. Wir haben auch gerade eben, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, haben wir echt nochmal ein bisschen darüber gesprochen und echt gesagt so, boah, schön. Es geht wieder los. Ich meine, kann ja nicht wahr sein. Ich meine, war doch gerade erst Ende Februar. Ja. Ja, es ist verrückt. Es ist verrückt. Ja. Naja, ich sag auch mal, ich war gerade erst 20. Ja. Schon, und dann das. Ja. Das wird geil. Ja. Na? Schön. Gut. Da haben die Hörer also, ja richtig. Lieben Gruß von den Jungs. Auch noch natürlich einen schönen Urlaub. Ja, liebe und Grüße zurück. Vielen dann Dank. Hören wir uns auf jeden Fall sicherlich vorher nochmal und dann sehen wir uns in 2,5 Wochen. So machen wir das. Alles klar. Yeah. Bis dahin, gute Zeit. Vielen Dank. Auch von den Jungs, lieben Gruß. Samstag. Ne? Ja, danke. Aber warte, Mike Käfer Flugbenzin. Ganz wichtig, genau, Mike Käfer Flugbenzin. Mike Käfer Flugbenzin ja. Und Samstag Nachmittag Kastbier. Drei Flaschen A, 150 Milliliter. Drei Flaschen hat er. Wie viel? Drei. 1,5 Liter. Drei. Ja, wir sind ja auch drei, das passt ja. Wie viel Milliliter sind das? Wie viel ist da drin, sagt der Schwede, in einer? 150 Milliliter. 150 pro Flasche. Im Westerwald der mit das Frühstück. Nein, was ist das denn? Ist ja wie Carpaccio. Nein, sagt der Quatsch, ist da nichts. Er hat schon vorgesorgt. Ja, das glaube ich. Alles ich habe mich gerade ein bisschen erschreckt. Ja, Schwede ist schon erschrocken. Okay. Der hat schon Bauch eingezogen vor Schreck. Fällt ihm immer schwerer. Hey. Da kommen noch hundertprozentig welche, die haben euer Lieblingsgetränk dabei. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, wir haben immer noch die Wette laufen, dass der Maui Essacher Luft trinken muss. Essacher Luft. Okay. Ja. Diesmal habe ich wenigstens einen Grund, mich da rauszuhalten. Es ist so, ja. Geil. Ja. Juti, Markus, super. Einen schönen Urlaub, erhol dich gut. Viel und ganz lieben Gruß an den Rest der Familie. Und dann hören wir uns und sehen uns in 2,5 Wochen. So machen wir das. Und danke nochmal für die geilen Preise, ne? Sehr gerne. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.
Tja, Maui. Also so, was machen wir denn jetzt mit dir? Sollen wir doch eine Challenge ausrufen? Wer es schafft, dich zum Essacher Lufttrinken zu bringen? Ja, dem kannst du eine Million, dem kannst du eine Million geben, Alter. Wird nicht passieren? Guck mal, der Markus hat es doch schon in der letzten Folge, wo ich nicht dabei war, sogar auf den Punkt gebracht. Ich habe das vor 15 Jahren hier einmal getrunken. Nein, nie wieder. Ich habe das bei der 25. Folge schon gesagt. Nie wieder. Auf keinen Fall. Ja. Also, oh, pass auf. Ich lege einen Fuffi auf den Tisch. Nee, ich wollte gerade sagen. Maria, du Nein. Das ist genau der Punkt. Wir müssen schon vierstellig werden. Ich kann das verstehen. Also, hier mit Fuffis und mit Hunis kannst du mich nicht locken, das zu trinken. Ich kann das ja machen wie bei den Routen, ne? Hier bei GoFundMe, ne? Ja, das kannst du machen. GoFundMe, ne? GoFundMe. Geh und find mich. Ich hab mich versteckt. Also, jetzt Real Talk. Ich hab gesagt, ich mach das nie wieder, aber ab ein Tausender würde ich schwach, aber drunter mache ich nicht. Ernsthaft nicht. Das ist widerlich, Mann. Das ist abartig. Das ist wie Pfefferspray im Hals. Ja. Und das mache ich nicht für einen Fuffi, würde ich mir nicht mal die Schuhe zubinden. Pass auf, wir machen Folgendes. Ich stelle die Dometic-Box da auf und am Ende des Tages guck mal, wie viel da drin ist. Und wenn es dann langt und es ist vierstellig auf der Messe. Ja, dann trinke ich. Dann musst du ran. Ja, okay, dann lass mich drauf ein. Und die Kohle spenden wir dann zum guten Zweck. Ja, Moment mal, wo ist denn was? Ja, okay, was? Wo ist jetzt mein Vorteil dabei, dass ich hier irgendwie gemeinnützig wirke und was spende oder was? Tu Gutes und rede drüber. Ich bin schon so ein guter Mensch, ich muss mich jetzt nicht mit Pfefferschnaps vergiften dafür. Ach ja. Okay, pass auf. Nee, pass auf, ihr habt heute einen guten Abend erwischt. Ja. Ja. Stell die Box auf, ist es vierstellig, sauf ich das und spende das. Das ist eine Ansage, Alter. Finde ich gut. Ja. Ja. Also wenn es wirklich vierstellig ist, dann mache ich das. Und dann spende ich das auch. Aber ich darf aussuchen, wohin. An die Maurice Kaulbach Foundation in Hacheburg. Für Rosé-Geschädigte. Nee, wir kümmern uns hier um Karpfenangler, die nicht so gute Gewässer in der Region haben. Weißt du, deshalb brauchen wir viel Geld. Ja, wir brauchen Otterfans und Besatz. Ja, geil. Okay, sehr schön. Ja, okay, also Marian, fass da noch mal ein bisschen zusammen, was jetzt ACTA ist mit Carp Expo und Gewinne. Also, wir werden am heutigen Abend noch on top zu der geilen Tough Case Box in Olive 2 Freikarten raushauen. Und nächste Woche werden wir noch bei Social Media ein Gewinnspiel machen, wo es dann das Bissanzeiger-Set von Tracker 3+1 plus nochmal Freikarten zu gewinnen gibt. Das ist geil. Hier gibt es keine Nieten, nur Gewinne, 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 Gewinne. So. Und die nächste Runde rückwärts. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Let's go. Only 20 Kilo. Only 20 Kilo. Ja, genau. Schön. So, Jungs, dann, ich würde jetzt mal sagen... Ach so, jetzt mal. Ey, warte ganz kurz. Schwedes, letzte Folge haben wir doch hier den Spruch, ne? Frauen kommen und gehen, aber 20 Kilo bleibt für immer, ne? Ja. Voll Teufel. Ich hab danach noch einen gehört, der wohl der eigentliche Spruch ist, der heißt, Frauen kommen und gehen, aber 50 Pfund bleibt bestehen. Oh! Auch gut, ne? Auch gut. Alter, ich meine, da können wir mal einen Aufkleber draus machen, oder? Maui, kriegen wir das noch bis zur Messe hin? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist irgendwie ein bisschen, ich weiß. Also, nee, das widerspricht meinem Naturell. Ja, weil der Maui noch an die große Liebe glaubt. Kaulbach, ein Kind der Liebe. Ja, ist der Einzige hier in der Runde, der noch 2 gesunde Hände hat, ey. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Es ist so. Ja, gut. Männer. Gut. Zum Glück hast du bei den Händen eine Schuhgröße 42. Ein halb. Ach, der Inka hat das immer gereicht. Ja. Hier, erstmal Fico. Der Inka hat das immer gereicht. Genau, die hat sich nie beschwert. Ich habe kein Problem. Hauptsache, ich habe meine Ruhe. Kann angeln gehen. Kannst du dich doch wieder... Ich wollte gerade sagen, kümmert sich ein anderer drum, dann kannst du angeln gehen, ey.
Genau, solange da kein, ich steck mal rein, damit kein anderer sich da reinsteckt, ne? Ich geh mal mein Glas auffüllen. Genau. Wir haben jetzt Pause hier. Feierabend. Okay, und danach, wer wageln? Einfach geil angeln. Einfach alles angeln. Bei Askari. Egal, ob die großen Marken im Karpfenbereich, Nischenprodukte oder die Eigenmarke Koga, welche durch ihr sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis besticht, unter www.angelsport.de findet ihr alles, was unser tolles Hobby noch schöner macht. Erlebe eine smarte Welt voller Verbindungen. ND-Tackle-Bissanzeiger lassen sich mit Zubehörgeräten wie Kopflampen, BV-Light, Diebstahlwarnern und vielem mehr verbinden. Ein Highlight ist dabei die Smart Bite Watch, die als Empfänger für die Bissanzeiger und als Steuerungsgerät für Lampen dient. www.newdirectiontackle.de. So! The boys are back in town. Wir sind zurück, Gläser sind gefüllt, die Blasen sind leer. Wir machen direkt weiter. Kleines Schlückchen noch. Die Gläser sind gefüllt, die Blasen sind leer und die Backen sind voll. So, was willst du mehr? Genau. Genau. Jetzt noch einen leeren Sack nachher und das Leben ist schön. Living the dream. Also, Kaulbach. Verstehe ich nicht. Verstehst du. Kennst du nur nichts mehr von. Das ist das Problem. So, hör zu. Amigo. Seitdem ich die Mahn kenne, kenne ich das nicht mehr, ne? Ja, stimmt. Deswegen weint die Inka sich auch fast jede zweite Nacht bei mir aus. Naja. Ich weiß nur, ob ja, du das ja, komm jetzt. Tust, Halt's Maul jetzt. So. Also, Kaulbach, erzähl uns etwas aus Viva España, Amigo. Was ging? Venga. Trabajo. Mucho trabajo. Bevor ich zu Spanien komme, ich war ja noch ein Wochenende davor angeln an meinem Futterplatz, bevor ich nach Spanien gefahren bin. Aber das schnell erzählt, ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Ich habe nicht mehr alles so ganz genau auf dem Schirm. Ich weiß nur, ich hatte 3 Fische am Futterplatz, 2 kleine und einen Schuppi mit 18 Kilo. Das war mein letztes Karpfenangeln, bevor es dann nach Spanien ging. Aber geil, 18 Kilo. Ja, ist in Ordnung. Also immerhin beißt es weiterhin, ne? Also das ist ja immer die große Frage, kommen sie noch rein und machen leer und gehen wieder? Ja, sie kamen weiter rein, machen leer und gehen wieder. Das habe ich mit einem ganz guten Gefühl nach Spanien starten lassen, obwohl der Marek leider in der Zeit nicht weiterfüttern konnte, weil er beruflich in Süddeutschland unterwegs war. Hieß für mich also quasi, während ich weg bin, Futterplatz liegt brach. Suboptimal, aber gut, kannst halt nichts dran ändern. Aus Spanien ist ein bisschen weit zum Füttern, ne? Ja. Dann stand die große Spanienwoche bevor. Freitagabend habe ich mich dann auf dem Weg zu Fosi begeben und von da sind wir dann zum Timo gefahren, der in der Szene besagte Fleischminister. Ihr kennt ihn ja beide ganz gut. Und ja, da sind wir da frohen Mutes gegen 9:30 losgefahren und Timo ist auch voll die, wie hat Marc so schön gesagt, so eine Fahrmaschine. Ne, der hat schon so voll den Plan, ja, bis die und die Uhrzeit müssen wir an Lyon vorbei sein, dann verpassen wir da den Verkehr und dann müssen wir daher und dann fahre ich da links außen rum und das rum fahre ich daher. Also er hat schon den ganzen Plan. Also wenn er dir erzählt, wie er fährt, hörst du schon, dass er nicht zum ersten Mal da war. Und das habe ich, glaube ich, letztes schon erwähnt. Ich glaube, Timo war gefühlt 30 Mal da unten. Der hat zu mir gesagt, im Glanzzeit war er 4-mal im Jahr da unten. Krass. Nur immer zum Raubfischangeln? Ja. Auch, nee, der war auch schon zum Karpfenangeln da. Mhm. Also früher auch viel Wels, dann mal Karpfen, dann mal auch so gemischte Touren und so. Und was ich halt ganz geil fand, und das hat man auch in der Woche gemerkt, dass da so ein Urlaubsflow in dem Angeln drin ist. Da komme ich aber gleich zu. Das ist ein bisschen schwer zu erklären jetzt, außer kalten. Das aber du hast jetzt auch nur Raubfischsachen mitgehabt, ne? Also auch, genau. Ihr habt ja auch eine Bude gehabt, also du hast jetzt auch kein Zelt, keine Liege, sondern nur Klamotten, Kohle, genau. Und Raubfischzeug. Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst, ganz genau. Ja, wir waren da beim Olli von Urlaub nach Mars und der hat da quasi, ja, ein Gebäudekomplex, ne? Viele Ferienwohnungen, was halt quasi dieses Camp ist und da muss ich auch schon mal als allererstes direkt sagen, dieser Olli, ich habe eine echt eine gute Menschenkenntnis
Und ich habe den 2 Minuten gesehen und ich wusste, boah, der passt in die Welt, ne? Der macht seit 23 Jahren dieses Camp da unten. Krass. Und jede Woche kommen neue Freaks, ne? Und ihr könnt euch ja auch vorstellen, was du in den 23 Jahren da unten erlebst. Also mit dem mal einen Podcast zu machen, ich glaube, den könntest du 3 Tage lang Storys erzählen lassen, so, ne? Dem wird da nicht langweilig. Aber ist der auch das ganze halt auch Jahr da unten in Spanien? Ja. Der hat da seine Frau, sein Kind, seine Guides, sein Camp. Ich weiß nicht, natürlich ab und zu wird er wohl auch mal einen Urlaub machen. Aber ja, der ist da sehr viel vor Ort. Und ja, ihr kennt so eine Leute, ne? Wenn die anfangen zu erzählen und du einfach eigentlich nur noch zuhören willst, so, ne? Weil du halt richtig merkst, da ist ganz, ganz viel Substanz halt dahinter. Ganz viele geile Geschichten, geile Storys. Top Typ. Auf jeden Fall sind wir dann, ja, wie gesagt, beim Timo gestartet. Und ich habe noch vorher gesagt, ich bin ja jemand, die Hörer dieses Podcasts wissen das ja, so schlafen ist bei mir immer so ein bisschen so ein Ding. Und ich sag, Jungs, ich krieg safe einen Fahrtjetlag, weil ich auf der Fahrt nicht pennen werde. Weil bis ich in einem Auto einschlafe, muss ich todmüde sein. Schwierig. Und hast du wieder seine fette Plauze fotografiert, ja, ne? Wenn er sich dann Mikro da rein. Ey, das sieht aber auch aus. Alter. Ey, El Bandi-mäßig, Alter, Junge. Wie Rainer Kallmund. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall hat die Fahrt dann seinen Lauf genommen und wir sind richtig gut durchgekommen. Halt, ne, über Nacht hast du nicht so viel Verkehr auf der Autobahn. Und dann hat schon was sehr Lustiges eingesetzt. Und das habe ich immer, wenn ich mit Leuten, mit denen man sich so auf der Humorebene gut versteht, wenn man ein bisschen länger angeln geht. Ich hatte es mit Nico mehrfach, mit Marek, mit dem Eti, wenn du so ein paar Tage unterwegs bist und es bilden sich so Insider, die so diese ganze Woche durchziehen, wo du einfach, also was jetzt, wenn ich jetzt hier erklären würde, für keinen lustig wäre, außer für mich, aber schon auf der Hinfahrt haben sich einige, und ich kann das jetzt nicht anders da sagen, motherfucking lustige Insider ergeben, die sich so die ganze Woche durch diesen Urlaub durchgezogen haben. Das fand ich schon mal sehr sympathisch, dass die beiden dann auch auf dem bekloppten Level sind. Ja, dann sind wir irgendwann morgens früh in Mequinenza angekommen. Ich habe die ganze Fahrt nicht gepennt. Ich bin morgens so gegen 5, habe ich so ein Tief bekommen und wollte gerade einpennen. Dann hat Marc und Timo einen Fahrerwechsel gemacht. Und dann wurde es auf einmal hell und ich merke, ey, ich bin hier in einer ganz anderen Landschaft. Ich bin hier an einem Ort, wo ich noch nie war. Hier sieht schon alles so anders aus wie in Deutschland. Und dann wollte ich auch nicht mehr schlafen, um diese Eindrücke aufzusaugen. Mhm. Und dann sind wir um 11 Uhr, kurz nach 11, in Mequinenza angekommen und haben uns in so ein Café gesetzt. Die beiden haben Kaffee bestellt und ich denke, ja, mal einen frisch gepressten O-Saft und ein Bier, ne? Natürlich, standesgemäß. Ja, und dann sind wir da mitten in Mequinenza, dann ist ja auch dann diese berühmte Pelletmeile. Du hast gemerkt, Mequinenza ist einfach eine Angelstadt. Das ist eine Angelstadt. Du fährst da rein, du siehst irgendwelche uralten Guiding-Banner, die total ausgebleicht sind, weil die auch nicht mehr da sind. Und da war da mal ein Angelladen und da gab es dann auch irgendwie so eine Baitbude, die auch wieder zugemacht hat. Und hier ist noch was mit Angeln und da. Also diese ganze Stadt ist so auf Angeln ausgelegt. Und das fand ich schon total geil. Wir sind in dieses Café rein und du siehst, die halbe Kundschaft sitzt da in Angelklamotten so, ne? Überall Angler. Und ich wollte ja unbedingt Geier sehen. Und wir sitzen da, ich bin beim O-Saft, bin beim Bier und die Sonne scheint, 25 Grad. Ne? Und ich gucke hoch auf diese Burg von Mequinenza und sehe die Geier kreisen. Und ich sag so, ey, das sind die Geier, oder? Die so, ja, ja. Ich so, okay, geil. Da so hochgefilmt. Die haben dein nekrophiles Fleisch schon gerochen, oder was? Nee, die waren schon noch weit weg. aber ich fand es halt einfach geil, die zu sehen. So, das war so, ne, auch wenn die meilenweit weg waren, selbst auf der Handykamera schwer zu erkennen, ich habe die Geier gesehen, 5 Minuten, nachdem ich da war. Ja, da hat dieser Samstag dann so seinen Lauf genommen. Wir waren uns dann auch einig, dass wir nicht mehr angeln fahren. Ich war eh total übermüdet und dann haben wir halt uns eingerichtet. Aber seid ihr komplett durchgeheizt, ja? Komplett. Ja. Aber seid ihr mit einem Bus oder mit Anhänger oder so gefahren? Nee, mit einem Bus, mit so einem, was ist das, T6 oder was? Ja. Der hatte auch hinten so ein, der hatte nur noch 3 Stühle drin, alles andere war ausgebaut und der hintere Stuhl, der so frei stand, der konnte sich schön zurücklehnen, so schlafkabinenmäßig. Ja, okay. Da hat Fosi dann die Hinfahrt geschlafen. War auf jeden Fall sehr bequem, sehr angenehm und auch wirklich, auch wenn wir sehr schnell durchgekommen sind, gar nicht stressig.
War wirklich eine gute Fahrt. Ja, wie der Fosi. Der Fosi hat die ganze Zeit gepennt und ihr habt vorne gekämpft, oder was? Ja, gekämpft haben wir nicht, aber uns gut unterhalten. Ich muss ja den Fahrer ein bisschen am Leben halten bei der langen Fahrt, ne? Ja, also muss er mal ein bisschen. Abgewechselt mit dem Fahren. Fosi hat irgendwann übernommen, wo er wach geworden ist, so morgens um 4, 5 Uhr. Krass. Da hat der nochmal 2 Stunden übernommen, aber Timo ist eine Fahrmaschine. Ja, da war Freitag eigentlich auch nur noch einchecken quasi in die Bude, riesengroß. 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, riesen Chillbereich, schöne Küche, war alles cool. Riesen Gefriertruhe, auch sehr wichtig, wenn du mit dem Timo unterwegs bist, weil der wurde seinem Ruf als Fleischminister wirklich gerecht. Um das auch direkt abzufrühstücken. Also ich weiß nicht, wir sind irgendwo zwischen Filetsteak, Hüftsteak, Entricot, Iberico-Karree, Garnelen. Ey, Jungs, der hat da war rum. Ne? Das hört sich da auf jeden Fall richtig krass an, ja. Da war wirklich rum und dann immer geile Sättigungsbeilage, geile Ofenkartoffeln. Ja, was ist der geile Sättigungsbeilage? Schupfnudeln. Ah! Nee, Schupfnudeln gab es leider keine. Schupfnudeln, Kräuterbutter. Kräuterbutter gab es ohne Ende und eine geile Aioli. Aber was er wirklich hardcore geil, also war alles hardcore geil, aber ey, Jungs, der hat Kartoffeln im Ofen gemacht. Und ihr kennt so Ofenkartoffeln? Lecker, so mit Oliven schön, mit drin Rosmarin, und so Quatsch. Ja, Knoblauch. Ja, geil. Aber der hat so Riesenkartoffeln genommen, in der Hälfte durch, hat die bei 250 Grad ewig durchbollern lassen in dem Ofen. Und dann hat er die Grillfunktion angemacht, Fett, soweit ich das noch reproduzieren kann, Fett auf das Backpapier getan und hat die von unten quasi anfrittiert. Das heißt, du hast so eine halbe Kartoffel, die komplett weich ist innen drin, aber von unten komplett kross. Mhm. Da war wie eine Mischung aus Kartoffelpüree und Kroketten. Das war Weltklasse. Ja, das war du Weltklasse. Liebst sie wirklich. Ey, ich liebe, ja genau, ich für Kroketten habe ich was übrig. Ich weiß. Und immer schön Salat dazu. Das war wirklich, ja, was soll man sagen? Ist halt der Fleischminister, den Namen trägt er nicht umsonst. Ne? So hab ich ihn in den Wallau getauft und so wird er ins Grab gehen. Ja, dann ist natürlich vor Ort zu klären, was geht, Barsch oder Zander. Und Marc war ja schon 3 Wochen vorher spontan mit seiner besseren Hälfte da. Und da war es ja schon so, dass die Zander nicht so wirklich wollten, beziehungsweise die wollten schon, aber die standen halt urig tief. Also das Gros der Zander und auch die großen oder die größeren Zander. Und das Ding ist, wenn du die Fische halt von tiefer wie 10 Meter hochpumpst, kommen die halt alle tot oben an, wegen dem Druckausgleich. Da war doch mal irgend so ein bekannter Raubfischangler, der dann irgendwie so einem toten Zander noch so ein Jig ins Maul gehangen hat, ne? Und gesagt hat, hier hab ich drauf gefangen. Da war doch auch mal ja, so ein Eklat, ne? Da gab's mal was, ja. Da ist mal vor Jahren. Da war mal was, ja. Ja, ja. Ich weiß genau, was du meinst, ja. Wobei der, glaube ich, an was anderem gestorben ist. Aber auf jeden Fall, deshalb tun die Leute auch, wenn die so pelagisch auf Zander angeln und so das Echolot immer auf 10 Meter einstellen, weil du weißt, alles, was du unter 10 Meter hakst, trillst du tot hoch. Oh. So. Weil der Zander ist natürlich viel schneller hochgetrillt wie ein Karpfen und der kann nicht so schnell den Druckausgleich machen, dann kommt der oben an mit so einer Augen. Ja, und die hat Schwimmblase einfach kommt vorne aus dem Maul, ne? Genau. Ist halt einfach. Da kommt der Zander aus 15 Meter Tiefe, kommt der hoch und sagt, hey Jungs, na, alles klar. Ibims. Ibims. Ja. Ibims. Ihr seht ja genauso aus wie ich. Ich bin filetierbereit. Ja. Ihr habt auch so Klubschaugen. Ja. Dann stand relativ schnell fest, dass wir es halt hauptsächlich auf Barsch probieren. Und da die beiden Jungs sich so gut auskennen, war ich da gut aufgehoben. Kurz zur Erklärung, es gibt den unteren Stausee und den oberen. Der obere ist viel schöner und viel größer, viel klareres Wasser. Und da haben wir uns auch die meiste Zeit aufgehalten. Dann sind wir immer von unserer Bude über eine Brücke gefahren. Ihr kennt das Video noch, wo ich euch noch eins geschickt habe, wo ich meinte, hier ist die Cassienbrücke, ne? Wo wir so ein paar Witze gemacht haben. Das war dann auf dieser Pelletmeile. Und dann sind wir so über so einen Bergpass gefahren, zu dem Bootssteg, wo wir starten. Und ab dem Moment, wo du diesen Bergpass hochfährst, Handyempfang weg, Internetempfang weg. Aber weg, weg. Den ganzen Tag weg. Du hast ab und zu mal auf dein Handy geguckt, dann sind du auf einmal irgendwie so 15 WhatsApp-Nachrichten durchgerutscht. Kennt ihr so, wenn du auf einmal wieder Empfang bekommst. Aber ansonsten, also jeder Versuch, dein Handy da zu benutzen, war zum Scheitern verurteilt. Brauchst du ja auch nicht, außer ein bisschen filmen, ne? Bist mit 3 Leuten auf dem Boot am Angeln. Aber du bist halt, das wird nämlich gleich noch kurz wichtig, von der Außenwelt telefonisch komplett abgeschnitten und auch vom Internet. Und der erste Tag verlief schon ganz gut.
wir haben halt ein paar Sachen gestartet, die bei niedrigerem Wasser sehr gut funktionieren und sind dann irgendwann in eine Bucht reingefahren, in der ein Haufen Barsche standen. Und ich muss schon sagen, ich habe diesen ersten Tag schon so genossen, wegen dieser Landschaft. Ey Jungs, auch liebe Hörer, das ist so anders. Wir sind morgens für diesen Bootssteg, weil Marc hat einen Bootsführerschein, wir durften dann mit diesem 60 PS Motor fahren. Wir sind immer so, sagen wir mal, in die Fanggründe. Hat es immer so 15, 20 Minuten gedauert mit dem Boot. Ey, und du bist halt von einem Wasserkessel in den anderen reingefahren und es wurde immer nur noch krasser. Das sah irgendwann aus wie in den Rocky Mountains mit so. Und dann fährst du wieder um die nächste Ecke und dann kommt eine Bucht und dann ist alles so mit Gras bewachsen und so komische runde Bäume. Das sieht aus wie in Afrika. Und du wartest nur drauf, dass gleich ein Nilpferd ins Wasser springt. Also Landschaft schon mal überkrass. Erster Tag war sehr fischreich, wir haben einen Haufen Barsche gefangen und dann ist direkt am Anfang was passiert, was mir mal vor Augen gehalten hat, wie krass diese Fischpopulation da unten ist. Wir hatten so, also die besten Köder waren zumindest am Anfang Jigspinner, also so kleine, ich sag mal, lackierte Bleigewische mit dem Spinnerblatt hinten dran und die lässt du so absinken und zupfst sie wieder an. Du kannst natürlich auch verschiedene Arten führen, aber ich werf den so zwei, dreimal und sag so, ey, irgendwas stupst die ganze Zeit neben meinen Köder. In meinem Kopf waren das so kleine Barsche, die den Jigspinner so anstupsen von der Seite. Bis ich mal gemerkt habe, das sind die ganzen Lauben im Wasser, durch die ich diesen Köder durchführe. Die und so die Schnur, aggressiv hinterherknallen, ne? Nein, nur die Schnur, die zwischen den Lauben springt. Ach so, oh. Und dann kannst du dir ausmalen, in etwa wie viele Lauben da drin sind. Naja, klar, wie viel, Ey, wir haben das nur noch Baitballs genannt, ne? Also quasi Futterkugeln. Unterm Boot, Marc sagt, wir suchen jetzt erstmal Baitballs. Unterm Boot irgendwann ein riesen Echo, einfach nur noch ein Ballon aus Lauben und drunter stehen die Barsche. Ja, und dann ist das da losgegangen. Also, ich hab in der Absinkphase des Köders, du wirfst den rein, der sinkt das erste Mal runter, bevor du eigentlich anfangen willst, den loszujiggen. Allein bei dieser Absinkphase habe ich am ersten Tag bestimmt 15, 20 Bisse bekommen. Nur vor der Köder das erste Mal probiert, den Grund zu berieren. Ja. Ja, es war Frequenzangeln vom Allerfeinsten. Barsch auf Barsch auf Barsch und halt mit einer geilen Durchschnittsgröße. Ne? Du hast natürlich jetzt nicht wie in Holland, dass du ständig da 50er fängst, so, ne? Aber die Durchschnittsgröße, die meisten Fische waren über 30 Zentimeter, so, ne? Und dann hat man halt immer wieder 40 Zentimeter Fische dazwischen. Und das hat schon richtig Bock gemacht. Dann war neben uns ein Boot. Und wir konnten es am Anfang gar keinen Reim darauf machen, so ganz. Waren drei Typen, wir dachten, das wären Franzosen. Und die haben, und wir haben schon wirklich gut gefangen. Aber die haben uns so den Arsch abgeangelt, ne? Ey, die haben uns, Also der eine Typ, der in der Mitte saß, entweder war der am Drillen, am Abhaken oder einen neuen Köder am Montieren. Immer wenn du hingeguckt hast, der hat nie gekurbelt. Der hat immer irgendwie gerade einen Fisch gemanagt, okay. So, ne? Zweiter Tag, im Prinzip dasselbe, bis auf den einen Unterschied, dass Marc eine Posenrute mitgenommen hat und hat dann Würmer dran gemacht und den beim Boot runtergelassen. Und ich sehe das und ich denke schon so, oh, unfairer Vorteil. Ja. Dann hast du halt mit zwei Ruten geangelt, zweiter Tag auch mega. Und am dritten Tag hatten wir dann alle eine Wurmrute dabei. Und der war schon nicht mehr ganz so bissig, was jetzt die Kunstköder anbelangt, aber die Wurmrute ist halt wirklich gefühlt alle fünf Minuten neben dem Boot verschwunden, ne? Und du stehst da und kurbelst in der schönsten Sonne, die Spanien zu der Jahreszeit zu bieten hat, fängst einen Berg Barsche und dann die ganze Zeit, während du am Kurbeln bist, ploppt neben dem Boot noch die Pose runter, noch ein Barsch, noch ein Barsch, noch ein Barsch. Das war echt, ja, einfach nur großartig. Gutes Wetter, jeden Morgen schön Sandwiches geschmiert, paar kalte Dosen Cola mit aufs Boot genommen und Marc hat eine Musikbox mit dabei gehabt. Und ich bin eigentlich keiner, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, so beim Angeln brauche ich keine Musik. Also wenn ich Karpfenangeln bin, höre ich vielleicht mal einen Podcast oder so, aber ich will jetzt so beim Angeln keine Musik hören. Aber bei diesem Raubfischangeln, und der hat so eine wirklich geile Playlist gehabt mit so guter Rockmusik, sag ich mal, ne? Und die zwischendurch ab und zu mal anzumachen, in diesem Sonnenschein, mit diesen gefühlt allen drei Minuten einen fetten Barsch im Boot, Das hat schon richtig, richtig Bock gemacht. Da haben wir ein bisschen geschleppt und 1000 Köder ausprobiert und dann haben wir es angefangen. Aber auch Bootfahren war für dich da auch neu, oder?
Ja, ich bin schon mal mit dem Boot gefahren. Ja, das haben wir ja gesehen. Ja, mit der Banane. Nein, aber ich meine jetzt mal wirklich mit einem Boot, mit einem richtig dicken Verbrenner, wo richtig ja. Power hinter ist. Ja, 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 ja. Ich bin sogar, glaube ich, in meinem ganzen Leben 10-mal maximal mit so einem normalen Karpfenangeln-E-Motor gefahren, sag ich mal, weil ich habe gar keinen. Immer nur bei anderen Leuten auf dem Boot. Aber ja, erstmal mit so einem Motor, der ein bisschen Druck hat. Und das ist halt, ich fand es halt auch, beim allerersten Mal, wo ich auf so einem Boot drauf war, was halt richtig PS hatte, es ist so krass, wie ich sag mal, sich 30, 35, 40 km/h auf dem Wasser halt anfühlen. Ja, aber da muss ich auch dazu sagen, wo wir am ersten Morgen gestartet sind und wir hatten den Bootssteg. Und neben dem Bootssteg war dann mal so eine kleine Slippe. Und da stand auch Schwarzbarsche. Und wir haben es dann immer so gemacht, dass Marc das Boot holen gegangen ist und ich voller Fischgeilheit morgens früh schon direkt angefangen habe rumzukurbeln auf die Schwarzbarsche. Und wo wir die ersten zwei Morgen gestartet sind, habe ich gedacht, boah, ist das flott. Mhm. Aber du gewöhnst dich da ruckzuck dran. Und nach 6 Tagen durfte ich auch mal kurz ans Steuer und ich bin das Boot 3 Minuten gefahren, 4 Minuten. Und mein erster Gedanke war, boah, wäre schon geiler, wenn es schneller wäre, ne? Also, das ist so, würde sagen, so 45, 50 gefahren, das Boot. Aber so 80, 90 traue ich mir zu. Also, ich habe direkt Bock gehabt, dass es schneller ist. Wirklich. Ja. Der Rush. Man muss aber dazu sagen, ist auch groß, ist es breit. Ne? Ist jetzt nicht so, dass ich das Ding jetzt irgendwie durch irgendwelche kleinen Kanäle durch eine Stadt steuere, sondern einfach über ein Meer aus Wasser. Und das hat schon Bock gemacht, ja. Ja, ja. Jetzt habe ich aber ganz kurz, siehst du, in meinem ganzen Gerede eine ganz wichtige Sache vergessen. Am ersten Tag, wir nehmen dieses Boot, du kriegst das da, ne? Das Boot steht da, der Tank ist immer voll. Wir fahren, angeln, wollen nach Hause, ist es so 6 Uhr abends. Und wir fahren nach Hause und irgendwann mitten auf diesem riesen Stausee macht der Motor. Und ich sag, was jetzt los? Ja, ich glaube, der Sprit ist leer. Oh. Und ich sag, wie? unter der Bank, wo die beiden drauf saßen, war der Tank aufgemacht, Sprit leer. So, und jetzt haben wir das Problem, dass wir halt, wie ich eben gesagt habe, ab dem Bergpass weder Handyempfang noch Internetempfang. Ja, gar nichts, ja. Weg. Und nach keine hin. Ruder. Lost. Und keine Ruder. Und wir standen da. Und die ersten 5 Minuten war das noch ganz lustig. Dann fängt es an zu regnen. Gott sei Dank, nicht so viel, aber es regnet. Und ich denke nur, Jungs, wenn jetzt keiner mehr in die Richtung unseres Bootstegs fährt, was ist die Alternative? Und wir haben keine. Du stehst mitten auf dem Stausee, der so groß ist, dass du es nicht begreifen kannst, ohne aber, Sprit. Aber kommt um die Jahreszeit nicht auch gefühlt alle 5 Minuten am Boot vorbeigekracht? Ja, wenn du es willst, kommt natürlich keins. Und dann haben wir da gestanden und überlegt. Und dann war das Nächste, der Bugmotor hat auch schon gesponnen am ersten Tag so ein bisschen. Also du hast ja, siehst du, das muss ich mal kurz ausholen, du hast ja keinen Anker mehr, du hast ja einen Bugmotor, der ankert. Ja. Ja, der tut mit GPS immer deinen Standort halten und der Bugmotor gleicht immer quasi dein Ankerseil aus. Ja. Also du ankerst quasi mit dem Bugmotor. Und der hat am ersten auch ein bisschen rumgesponnen und dann war die Grundidee, ey, wir könnten ja mit dem Bugmotor vielleicht noch irgendwie zu diesem Bootssteg kommen. Aber so wie der Bugmotor, der hat 10 Stufen und so wie der über 6 ging, hat er gestreikt. So wie zu Hause. Ja, so. Und dann stehen wir da und ich sage, Alter, wie kommen wir jetzt hier weg? Ja, und dann nochmal den Bugmotor angemacht und nochmal und die Batterie abgeklemmt und irgendwie probiert das zu resetten, dass wir irgendwie da wegkommen. Und da wurde uns so irgendwann klar, okay, also ohne fremde Hilfe gibt das hier keinen mehr. Und dann stehst du da und guckst nach links und rechts 1000 Kilometer. Und du wünschst dir nur so sehr, dass irgendjemand daherkommt, aber es kommt keiner. Und es wird später. Und es wird später. Und ist da irgendwann nur so, ey, ich sag, Jungs, ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, ne? Aber wenn das hier gleich dunkel wird, dann ist hier rum. Ja, klar. Dann haben wir hier.
Und wir haben auch jetzt nicht mehr so viel zu essen auf dem Boot. Auch nicht mehr so viel Getränke. Ich sag, die Nächte ist sicherlich auch kalt und frisch da im Tal, wa? Das ging noch, aber ich glaube, da unten im Tal, safe kälter wie bei uns in der Bude. Ich denke, wen essen wir zuerst? Posen. Der wen, hat auf jeden Fall zu viel geschlafen. Den hat direkt gegessen. Der ist ausgeruht, ne? Der ist ausgeruht. Ja, du musst ja Leichengegner suchen. Das hätte dann der Timo gewesen. Der ist ja lange gefahren. Der war schwach und müde. Um es jetzt kurz zu machen, irgendwann kommt ein Boot an uns vorbeigefahren. Die haben uns dann gerettet mit ein paar Liter Benzin. Waren auch Deutsche. Das war... Aber eigentlich ein Anfängerfehler, oder? Ja, eigentlich der totale. Eigentlich wollte ich es auch gar nicht erzählen. Aber man muss dazu sagen, du kriegst die Boote normalerweise immer mit einem vollen Tank. Und ich denke mal, in der Hitze des Gefechtes ist es untergegangen, dass das irgendeiner kontrolliert hat. Aber der Gedanke, und jetzt nochmal, da war jetzt dann alles noch ganz lustig. Überleg mal, du angelst lange, wirklich bis kurz bevor es dunkel wird. Wenn die meisten daheim sind. Und dann passierte das kurz vorm Heimweg. Mhm. Und wir waren von da, wo wir gestrandet sind, würde ich sagen, bestimmt noch 2-3 Kilometer von dem Bootssteg weg. Ja gut, okay. Too much. Also nichts, was so irgendwie, ne, ja. dann kommt der Wind in die verkehrte Richtung und du bist dann weg. Bist du lost? Ja, gut. Dann kam der vierte Tag, der war ein bisschen zäher, haben immer noch gut gefangen. Der Guide neben uns immer noch abgeangelt. Also egal, was wir gemacht haben, der hat besser gefangen. Der hat also beeindruckend besser gefangen. Also da fände ich auch wirklich schon krass, wenn wir uns schon echt Mühe geben. Und der uns einfach mit jedem Wurf zeigt, nee, Jungs. Weil es so verrückt, weil man sich echt fragt, so, okay, was macht der jetzt bitte anders, ne? Ja, und das hat uns auch echt gefordert, so, ne? Also da waren wir wirklich on fire, das rauszufinden. Und dann haben wir das probiert, so gut es geht, zu beobachten. Die haben damit mit Zockern, kennt ihr noch Zocker? Ne. Wir haben die Russenpilker haben wir die genannt. Eigentlich, ja, Blinker... Die nicht so flanken, sondern einfach. Ey, ihr kennt doch Barschzocker. Ja, nur so die. Uralt. Die Flanken. Ja, eigentlich kleine Pilker. Kleine Bleidinger mit einem Drilling dran, die irgendwie im Wasser so aufblitzen. Das ist ja so oldschool wie Kartoffel mit Drilling. Das angelst du ja nicht mehr heutzutage so, ne? Und damit haben Warum nicht? Ja, Kartoffeln mit Drilling. Schottrick mit Drilling, Alter. Drilling. Mit drei Poppies drauf. Ja, das gab ein Paternoster, hat man schon mal, ne? Ja. So, die neuen Mitscharken. Genau. In jedem Zweier Mitsch. Am Schenkel zusammen. Ey, gelötet. Ich mach den Vierling, Alter. Scheiß auf Drilling, Alter. Ein Vierling. Ich will ein Sechsling. Mit Angst-Drilling über Boilie. Der. Auf jeden Fall haben wir irgendwie probiert, denen ihre Angeltechnik zu kopieren. Hat nicht so ganz funktioniert. Der Typ war aber auch eine Angelmaschine. Wir haben den, wie gesagt, im Angelladen getroffen. Der sagt, der wohnt seit 25 Jahren da unten. Ja, was willst du da machen, ne? Der angelt dich halt an die Wand. Und das haben wir beeindruckend aufs Brot geschmiert bekommen, wie der uns abangelt. Muss man echt sagen. Und dann ist aber jetzt am vierten Tag noch was Geiles passiert, wo wir dann... fertig waren, sind wir, ich hab's danach das Aquarium getauft. Wir sind in eine Bucht gefahren, die sieht so ein bisschen aus wie am River Lot. Kennt ihr am River Lot diese bekannte Steilwand, wo die so mit dem Boot immer drunter stehen, wo diese Felsvorsprünge so rausgucken? Ja, ja, da angeln ja auch manche dann vom Ufer aus mit der Liege, ne? An diesem Felsvorsprung, genau, ne? Ja, ja. Genau. Und genau so sah das aus. Und mein großes, eines meiner großen Ziele war ja, einen Schwarzbarsch zu fangen. Der sieht man richtig großen, Marc meinte, großen ist schwierig zu der Jahreszeit. Ich sage, ey, zwischen 25 und 30 Zentimeter gebe ich mich mit zufrieden. Reicht mir. Hauptsache Schwarzbarsch, weil ich finde Schwarzbarsch einfach übelst geil. Und wir hatten vorher ein paar gefangen. Ich hatte auch schon sogar vorher meinen 25 Zentimeter Schwarzbarsch, aber in diesem Aquarium, wie wir es genannt haben, das war eine Bucht, die halt, wie gesagt, so mit diesen Klippen zu war. Und da waren Schwarzbarsche drin ohne Ende. Ey, Jungs, das hat so Bock gemacht. Aufsicht, du hast quasi von 10 Köderattacken hast du 8 gesehen, haben wir da, ohne die wir verloren haben, easy auf den Nachmittag 40, 50, 60 Schwarzbarsche rausgeholt. Ja, ne? Boah. Ey, das war so geil.
Also du musst immer, haben die mir auch beigebracht, weil der Timo ist ja ein großer Schwarzwasch-Experte. Nach 3 Tagen habe ich so getan, als wäre ich der Experte. War auch lustig. Halt immer in frisches Wasser werfen, dass sie dich nicht sehen. Weil so wie der Fisch dein Boot sieht und dich sieht, beißt er nicht mehr. Und du wirfst, wir haben die ganze Zeit mit diesen Jigspinnern geangelt. Und du wirfst sie wirklich so nah du nur kannst ans Ufer. Und kurbelst an in der Wassertiefe, wo du denkst, da steht nicht mal ein Rotauge. Und dann krachen die da drauf in diesem 10, 15 Zentimeter flachem Wasser. Einer nach dem anderen. Geil. Und ja? Das Geile ist, kennt ihr, wenn die Schwarzbarsche beißen und so springen, wenn die Kiemen so aufmachen und das Weiße aus zeigen? Videos. Ja, klar. Ja, das machen die aber auch unter Wasser, wenn die beißen. Also du kriegst den Biss und du siehst unter Wasser nur noch dieses Weiße aufflanken von den Kiemen. In diesem klaren Wasser. Ey, Jungs, das war ein Angelerlebnis, wie ich es selten erlebt habe. Wirklich. Also, ey, das war wie Kirmesschießen. Da war jeder Wurf ein Treffer, ne? Das war krack, krack, krack. Ich habe 5 Würfe, 5 Schwarzbarsche. So, das war irre. Dann, ja, wieder in die Bude eingekehrt, bisschen gechillt, irgendwann auch relativ früh schlafen gegangen. Also sogar ich bin relativ früh schlafen gegangen die Woche, will ich auch nochmal dazu sagen, weil man muss ja jeden Morgen früh raus. 5. Tag war geprägt von Sturm. Oberer Stausee angeln unmöglich. Dann war die Alternative unten an der Staumauer auf Zander zu angeln. Und da kannst du auch, wenn die Zander dann unten Bock haben, auch die stumm und dämlich fangen. Wir kommen da an, ankern das Boot, werfen die Gummifische raus, Fosi, 2. Wurf, bumm, Zander. Auch der größte der Tour, jetzt kein Riese, aber wir haben halt oben immer als Beifang so viele, wir haben so, weiß ich, 20 Zander die Woche gefangen, würde ich sagen. Ja, 20 Zander die Woche, aber halt alles kleinere. Und Fosi hat so ein bisschen besseren, ich würde sagen so 60, Mitte 60. Und ich denke, boah, geil, 2. Wurf Zander, jetzt geht's los. Ja, nix mehr. Ja, full blank. Nö, zero. So gegen 11 Uhr haben wir dann aufgegeben und haben wirklich so ein, nochmal einen Chill-Tag gemacht, so, zumindest den Nachmittag, weil blieb ja gar nichts anderes übrig. Abends wieder ins Aquarium gefahren. Wieder Schwarzbarsche weggedonnert und da war, auch ganz lustig an der Stelle, schöne Grüße, wenn ihr das hört, Jungs, da war ein Hörer von uns. Da war ein Hörer von uns. Ja, weil mir hat vorher noch einer geschrieben, dass er auch da unten wäre, ob wir uns mal treffen könnten und die saßen lustigerweise genau in diesem Arm, wo dieses Aquarium drin war. Und ich hatte irgendwie so ein Carpi-T-Shirt an und auf einmal rufst du vom Ufer, Maui! So? Ja, haben wir miteinander geschrieben. Der meinte so, nee, du hast mit meinem Kumpel geschrieben. Und die saßen da, waren am Karpfenangeln. Mit denen noch ein bisschen... Ah, endlich geht's mal aufs Karpfenangeln, ja. Ey. Ja, mit denen noch ein bisschen... Komm ich wieder zu mir. Kommst du wieder zu dir. Mit denen noch ein bisschen gequatscht und... Ja, und haben die was gefangen? Ja, aber kleine, haben sie gesagt. Aber okay. Sie haben Karpfen gefangen. Und das Geilste war, hab ich euch schon ein Video geschickt, ich steig aus dem Boot, an dem Bootssteg und hat er so einen Einfachkeit-Angelaufkleber auf dem Auto drauf gehabt. Habe ich direkt ein paar Carpi-Aufkleber unter den Scheibenwischer geklemmt und alles war gut. Ja, und dann ging es auch dem Ende zu, um das jetzt auch kurz zu machen. Die letzten 2 Tage waren wieder mega fischreich. Wir haben wirklich, also ich glaube, die Top-Tage haben wir 80, 90 Barsche im Boot gehabt. Ich will jetzt nicht 100 sagen, aber mit den ganzen Fehlbissen und Aussteigern und immer wieder richtige Klopper dazwischen. Also Marc hat einen, es war der letzte oder vorletzte Tag, ich glaube der vorletzte, hat er 2 hohe 40er gleichzeitig dran gehabt. Einen an der Posenroute, einen an der Zofka-Route. So links, rechts, so. Wohin und wie oft wir in diesem Boot standen mit 3, 4, 5 krummen Routen und irgendwie Platz im Kescher schaffen mussten. Ja, war schon... Geil. War schon geil und ja, jetzt genug geschwärmt von Spanien. Liebe Hörer, ihr hört, das war einfach anders. Das war einfach anderes Angeln, andere Frequenz, andere Stimmung. Nur Scheiße gelabert. Und dass ich mit den beiden Jungs auch so viel Scheiße labern kann, war auch Gold wert. Also diese ganzen Insider-Jokes, die ich eben erzählt habe, habe ich halt diese ganze Woche durchgezogen. Wir haben so viel gelacht, so viel gefangen und gerätselt und überlegt, warum der Nachbar in seinem Boot so viel besser fängt wie wir. Das war... Aber Maui... Alles in allem geil. Maui, sei mir nicht böse, sei mir wirklich nicht böse, aber du hast ja schon in dem WhatsApp-Kanal von uns was gepostet. Das interessiert mich mal wirklich immens. Was ist denn am Wochenende passiert? Das ist doch,
ich warte schon die ganze Zeit, bis du dein Spanien abgearbeitet hast, weil was du da am Wochenende einen rausgekurbelt hast. Ja, okay. Komm. Ja, ich komme jetzt aber dazu. Dazu will ich aber noch was sagen, Kaulbach. Ich finde das wirklich im Moment richtig geil, wie du so ein Spagat zwischen ins Kino gehen, Karpfenangeln, aber trotzdem so komplett auf der Raubfischangeln mit Spanien, dazwischen noch in Deutschland angeln, da so im Moment für dich findest, finde ich gut. Und ja, ich glaube auch, und dass das gut für dich ist. Dass du zwischendurch halt jetzt auch mit dem Spanien-Trip und so, finde ich gut. Ja, meinst du? Erfrischend. Nee, ich mein, Geld von dem Laien oder wieso schleimst du dich bei dem so? Nee, hast du schon recht. Ich bin einfach ehrlich. Und, ich bin einfach ein guter Kerl. Ich bin einfach ein guter Freund und sag meinem Marian Freund jetzt einfach mal was Nettes. Da kennst du halt nichts von Schwedes. Du bist halt einfach ein Wichser. Erzähl einfach vom Karpfenangeln, nee. Kaulbach. Ich will, lass mal zwei Sachen zu Spanien. Nee, drei Sachen. Aber kurz, Peter, keine Angst. Ich mach's wirklich kurz. Aber ey, jetzt bin ich einmal in meinem Leben da unten, Peter. Das musst du jetzt ertragen und auch die Hörer. Ich hab nicht nur Geier gesehen, ich hab auch gesehen, wie ein Adler ins Wasser rein crasht und sich einen Fisch holt mit meinen eigenen Augen. Kenn ich sonst nur von Fotos, fand ich übergeil. Wieder mit diesem Fisch. Wahnsinn. Schwedes, du bist ein Wichser, Alter, das ist geil, Aue. Ja, lass den doch, der sitzt am Main im Ghetto dazwischen. Ja, nein, Der sitzt da in Frankfurt zwischen Heroinspritzen und Junkies, Alter, ja. Und will mir jetzt hier irgendwas erzählen, Alter. Genau. Und kann sich an nichts erfreuen. Ich schicke euch mal ein Bild, was neben mir in Frankfurt da saß beim Angeln hier. Ja, da kann ich mir vorstellen. Eine Cracknutte. Und morgens früh ist ein Wildschwein durch den Ebro durchgeschwommen. Das war auch geil. Voller Power, voller Inbrunst. Und der Timo meint noch, meinst du, der überlebt das? Guck mal aufs Handy. Ach, Schwede. Der hat mich morgens angeguckt. Ja, der ist ja ausgibt, der ist ein Zaun dahinter. Ja, das ist. Ja, Otterfans. Ist ja mitten in der Stadt, Alter, da ist überall Zaun. Ah, super. Der ist nicht. Irgendein Bussard. Irgendein Bussard. Ja, Glückwunsch, Alter, der hat Geier gesehen und Adler. Und ich habe so ein Turmfalke da. Alter, siehst du hier im Wildpark in Bad Marienberg. Ja. Und wie dieser Adler. Von dem Viertelholländer sagen lassen, ey. Also, Naturerlebnis, Fangerlebnis, Spaßerlebnis vom guten Essen und den ganzen dummen Sprüchen und dem Quatsch, den wir da gehabt haben, abgesehen. Das war eine super Runde. Und auf dem Heimweg, und da gibt es noch einen, ich könnte mir vorstellen, dass der Marc das auch in ihrem Podcast erzählt, weil auf der Hinfahrt habe ich ja gesagt, ich krieg safe ein Fahrjetlag, ich kann nicht pennen während der Fahrt, ich bin ganz speziell, wenn es um Schlafen geht und so, wirklich schwierig bei mir. Und Freitagabend, bevor wir heimgefahren sind, waren die beiden schon am Pennen. Da habe ich das erste Mal gemerkt, so körperlich, so boah, das war schon eine anstrengende Woche, ne? Weil jeden Morgen aufstehen, zum Boot, raus, blinkern, ist halt was anderes wie eine Woche auf der Liege liegen und wichsen und ab und zu was zu essen kochen, so, ne? Dann sind wir morgens früh um 8 Uhr losgefahren. Ey, da bin ich original so platt gewesen nach dieser Woche, dass ich in dem Auto einfach bis 6 Uhr abends geschlafen habe auf der Heimfahrt. Komplett durch. In drei Etappen. Und beim dritten Mal werde ich wach und ich sage so, moin. Und Fosi dreht sich rum und sagt, willst du uns eigentlich komplett verarschen? Einfach durch. Der hat auch die ganze Hinfahrt gepennt, Alter. Ja, aber ich hab halt gesagt, ich kann nicht pennen im Auto. Bis ich im Auto einschlafe, muss ich kurz vor tot sein. Und ich hab gepennt wie ein Baby. Normalerweise jede Kreuzung, jedes Anhalten, jedes Bremsen, ich werd wach, ich hab geschlafen, als gäb's keinen Morgen mehr, bis um 6 Uhr abends. Ja gut, das war halt auch einfach eine durchgetaktete, strukturierte Woche. Das ist halt auch Neuland, ne? Ja, kenne ich nicht, das ist neu für mich. Aber ich zieh durch, Mann, wenn's ums Angeln geht. Allein am ersten Abend. Jeden Morgen ein Wecker, sagen, Alter, das ist ja für dich schon so. Aber ich muss ja dazu sagen, wir haben uns wirklich nur am ersten Abend, meinte der Timo noch, hier, ersten Abend ist Tradition, löten wir uns einen rein und ich war ja total übermüdet. Da haben wir uns einen reingelötet, sind aber auch um 10 ins Bett, weil ich ja auch 1000 Tage wach war. Das war auch das einzige Mal, dass wir wirklich uns da richtig einen reingekellt haben. Also, ne, wir haben hier und da ein paar Bierchen getrunken, aber das war alles noch in einem humanen Rahmen, muss ich dazu sagen. Deshalb war ich auch jeden Morgen topfit und Fosi meint doch am ersten Abend, wenn ihr morgen früh nicht aufsteht, ist nach Jungs, wenn es ums Angeln geht, bin ich immer fit. Egal, wann der Wecker klingelt. Now we are talking. Danke für den schönen Urlaub. Danke, Marc. Danke, Timo, für den schönen Urlaub. Ich freue mich für dich. Ja, dann kommen wir dahin, wo der Peter Schwedes hin wollte, zu meinem letzten Karpfenangelwochenende.
nachdem ich daheim war, bin ich, wann sind wir angekommen? Samstagnacht. Dann war Sonntag, Montag Wundenlecken angesagt und dann mal alles aufarbeiten, was so liegen geblieben ist. Da bin ich Mittwoch wieder füttern gefahren und bin vorgestern dann zum ersten Karpfenangelwochenende gestartet nach Spanien. In der ersten Nacht fange ich einfach wieder den 27 Kilo Fisch von vor 4 Wochen oder vor 5 Wochen. Ey, jetzt stellt sich die Frage, ne? Ist das, wir haben ja schon in der Gruppe darüber diskutiert, ist das ein weiterer 50er, den du gefangen hast? Oder zählt der nicht? Oder? Das müssen wir jetzt ausklamüseln, also pass auf. Ich habe ja gesagt. Also, es ist ja eigentlich, du hast wieder einen 50er gefangen. Also, de facto. De facto hast du wieder einen 50er gefangen. Ja, ne? De facto auf dem Papier habe ja gesagt, ich mache den Hattrick dieses Jahr und fange 3 50er. De facto auf dem Papier habe ich die gefangen. Aber wie wertet man das? Und ich sage euch ganz ehrlich, ich kesche diesen Fisch, ich gucke in den Kescher und ich denke, Alter, geil, boah, wat ein Kolben, leck mich am Arsch, Alter, jawohl, dreh den auf die Seite, zieh diese 2 kleinen Schuppen und ich denke so, Enttäuschung. Och nee. Ja, aber damit ist ja schon alles, ja, aber nee. Damit ist alles gesagt. Damit ist alles gesagt. Der hat nicht, das ist, mm-mm. Ja gut, also wir können jetzt nicht unterschlagen, dass ich 3 50er gefangen habe, aber nein. Man kann natürlich ja an dieser Stelle auch nicht unterschlagen, dass Peter Schwedes zur 50. Folge auch einen 50er gefangen hat. Ja. War das eigentlich dein letzter? War kein Doppelfang. War das eigentlich dein letzter? Seitdem ist es sehr ruhig geworden im Hause Schwedes. Sura, ich hab dieses Jahr auf jeden Fall mehr 50er gefangen als du. Hast du dieses Jahr einen 50er gefangen? Ja, klar. Ja, ich habe auch einen gefangen. 28 Kilo, 26 Kilo. 28 und 26 Kilo, ja. 28 und. Was jetzt? Ja. 28,5 und 26 Kilo. Kaulbach, weißt du davon? Ich weiß davon nichts mehr. Schau nicht. Natürlich. 1. Januarwoche. Ach so, das zählt auch letztes Kilo. Jahr mit rein. Das ist doch erst ja eine Woche. Das ist doch letztes Jahr. Ja, hätte ich ein gutes Jahr gehabt, hätte ich das jetzt letztes Jahr mit reingezählt. Aber dieses Jahr muss ich das einfach... Der Schwede ist Mathematik, Alter. Ja, alles klar, okay. So. Alles klar. Na gut, okay. Ich fange diesen 27 Kilo Fisch, drehe die auf die Seite, sehe die 2 Schuppen, denke, ach nee. Ich denke so, nee. Und dann bin ich, muss es noch ganz kurz erzählen, ich bin nachts wach geworden vom Regen und denke so, boah, Regen gar nicht geil. Weil, ihr wisst, ne, beim Dauerregen beißt nicht so gut. Marek, mein Padawan, sagt, spult zurück an die Folge, wo wir über diesen Regen geredet haben beim Angeln. Wo ich sagte, der Marek sagt, es gibt ein Gewässer, da beißen die Fische bei Dauerregen. Und das war halt der See, wo ich saß. Und ich denke, lass ruhig mal regnen. Wenn der Marek das sagt, dann stimmt das schon. Und in dem Moment läuft die Rute los. Dann habe ich da im Dauerregen diesen 27 Kilo Fisch gefangen und ich wollte das nicht wahrhaben. Dann bin ich ins Zelt gelaufen, habe meine Kamera genommen, habe dieses Foto rausgesucht und bin mit der Kamera, so mit gebücktem Oberkörper über der Kamera, damit die nicht nass wird, an den Kescher gelaufen. Und habe angefangen, die Schuppen zu vergleichen. Weil ich irgendwie wollte, dass das doch ein anderer Fisch ist. Aber habe sehr schnell gemerkt. Ist er. Ist er. Ja, das sieht man sofort. Das ja, so schon. Das hast du sofort. Ja. Ist ja auch, wie gesagt, 4 oder 5 Wochen erst her, wo ich den gesehen habe. Dann habe ich mir noch gedacht, lass ich ihn direkt schwimmen. Oder wieg ich ihn wenigstens. Dann hab ich gedacht, komm, wieg den, weil wer weiß. Wenn er jetzt auf einmal mein neuer PB ist, dann ist es halt mein neuer PB. Ne? Dann ist auch wieder eine neue Situation. An die Waage gehangen, wieder 27, ein bisschen über 27. Ich denke, okay, mache ich das jetzt, wie das die meisten anderen Angler machen würden? Sack den ein, mach ein Foto von der anderen Seite und erzähle euch allen, ich habe noch einen 50er gefangen. Oder befolgt Kapitän Kaubach den Kodex? Ich habe den Kodex befolgt. Ein gezielter Schlag auf den Hinterkopf, Herzstich. Ja, aber das war diese Halbrunde. Ja, der ganz runde. Hattest. Ja, genau, der ganz runde. Aber ich glaube, das ist auch so ein Fisch, selbst wenn du den von der anderen Seite fotografierst, der ist so markant. Vergiss es. Und nein, erkennst du nicht. Ich hab's mir angeguckt. Ich hab den ja von beiden Seiten fotografiert. Echt? Okay, ich fand das schon sehr krass. Der war so ja, markant. Ja, wenn es...
Ja, aber wenn du jetzt ein Arschloch bist und machst das ein bisschen zeitversetzt mit einem anderen Hintergrund, erkennst du es nicht. Aber, ja, wie gesagt, ich bin hier, ne? Ich bin, Kapitän Kaulbach hat den Kodex befolgt, abgeschlagen, Herzstich, filetiert und dann ab in die Räucherkammer. Geil. Wie man das mit dem Wiederfang macht. Genau. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe den ohne Foto schwimmen lassen. Tschüss. Irgendwie war es ein bisschen so bäh. Was jetzt? Abgeschlagen oder schwimmen gelassen? Nein, natürlich. Ich bin ja, war doch kein Zielfisch. Ja, ja, ich bin ja immer in Frankreich unterwegs, also habe ich ihn schwimmen lassen. Ja. In Deutschland hätte ich natürlich abgeschlagen. Auch schon beim ersten Mal natürlich. Wie ich das für einen anständigen deutschen Angler gehört. Beim zweiten Mal auch, oder? Immer. Immer töten. Das ist ganz wichtig. Ich muss aber dazu sagen, was mich positiv gestimmt hat, war halt die Tatsache, dass der wieder in der Area ist, weil der ist ja nicht alleine unterwegs. Groß und groß gesellsig. Also wusste ich, dass immer noch große Fische in der Ecke sind. Aber trotzdem hätte ich gerne einen anderen Fisch gefangen. Und in der zweiten Nacht, ja, es war so 11, 12 Uhr, Dauerrun, tiefe Route diesmal. Und ich bin so im Drill und denke schon, oh, ey, fühlt sich ganz gut an. Und der Fisch ist im Uferbereich, ich pumpte die Kante hoch und dann rennt, das mir schon ewig nicht mehr passiert, die rechte Route los. Double Run. Und ich denke so, oh, jetzt wird's hektisch hier, ne? An die rechte Route ran, den so ein bisschen von dem Hindernis weggezogen und dann probiert mit beiden Armen irgendwie zu kurbeln. Doppelhupe. Ja, also der eine war kurz vorm Kescher und dann ist ja, der andere losgelaufen. Also jetzt nicht gleichzeitiger Run, sondern im Drill kam der zweite Run. Mhm. Ja, ja. Da gibt es doch so ein geiles Video von mir, Marian, oder? Aus dem Fox-Video. Ja, 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 genau, da war das auch, ja. Aber trotzdem bist du erstmal natürlich todesnervös. Ja, vor allen Dingen lag die rechte Route auch viel gefährlicher wie die linke. Und dann kommst du ja wieder erstmal von dem Hindernis wegpumpen und der linke ist aber auf der Uferkante und irgendwann muss ich ja auch mal entscheiden. Weil ich stehe ja auch dann immer noch im Wasser zum Drillen, das heißt, der Kescher ist irgendwo, Gott sei Dank schwimmt der. Aber es ist schon eine Situation, die nicht alltäglich ist. Und dann habe ich den mit der rechten Route, der als zweites quasi gebissen hat, ein bisschen von dem Hindernis weggepumpt. Habe die Route mit relativ strammer Bremse auf die Ablage wieder gelegt. Hab den linken Fisch eingekeschert und gucke in den Kescher und sehe einfach nur einen riesigen weißen Klotz. Das ist und so ich hab das Video gesehen, Alter. Unfassbar. Ey, Jungs. Und ich guck so da rein und ich denk, Alter, was ist das? Also wirklich, was ist das? Weil er so groß und so hell und so weiß war. Und ich, in dem Moment habe ich schon so ein Grinsen ins Gesicht bekommen. Now we are talking, hast du gedacht. Ja, da habe ich schon gedacht, now we are talking. Ja. Den rechten Fisch rangedrillt, abgekeschert. Und ich mache den anderen Bügel von der Rolle auf, um den Fisch an mich ranzuziehen. Und ich gucke so da rein. Und ich denke nur, Alter, leck mich doch am Arsch. Alter, was ist denn hier passiert? Und dann ist in diesem Kescher ein riesiger weißer Koi. Wahnsinn. Wahnsinn. Und ich muss echt sagen, ich glaube, da könnt ihr auch gerne gleich noch was zu sagen, ich bin jetzt nicht dieser riesen Koi-Fan. Also ich finde Kois geil, ich liebe die im Gartenteich, ich find die schön, ich finde die anmutig, aber wenn du jetzt so einen See hast, wo so 100 Kois, ja, anmutig, ja, wo so 100 Kois drin sind oder so, ne, dann finde ich schon fast so ein bisschen, wie soll ich sagen, wie eine Brasse. Aber dann entwertet das so ein bisschen für mich so, ne? Wenn so ganz viele drin sind. Ja, aber bei so einer Größe ist das ja schon echt Wahnsinn, ne? Aber jetzt sagen wir so ein 5-6 Kilo Koi, manche freuen sich da einen Ast ab. Ja, mein Gott, ist halt ein Karpfen, eine andere Farbe. Genau, ne? Genau. Wollen ja jetzt mal hier nicht rassistisch sein, ne? Genau. Alle Menschen, alle Karpfen sind gleich, egal welche Farbe. Nee, aber das ist ein guter Titel, ja? Alter. Es sieht halt, der See ist nicht klein und es sind halt genau 3 Kois drin, also von denen ich weiß. Einen davon hatte ich letztes Jahr, jetzt den und dann hänge ich an die Waage. Also inklusive dieser Hybriden oder wirklich so einfarbige, richtige Kois? Nein, Kois. Richtige Kois. Ja, also okay. Kois, ich rede von Karpfen, die wirklich, also die Hybriden haben ja nur diese Flossenansätze, yeah, und ein bisschen Schuppen und so. Ja, und dann, ja halt 19,9, ne, der Bastard. Hat er nicht gegönnt, ne? Hat er nicht gegönnt. Und auch so da. 90, aber überleg dir mal einen Koi mit 19,9 Kilo. Ja, ist schon, ey, Alter.
Ganz ehrlich, aber es ist wirklich Respekt, Herr Kaulbach, Respekt. Ja, also, danke. Da kannst du 2000 Kaulbarsche sagen. Sag ich schon. 2000 Barsche? Ey, das ist, die sind doch langweilig, ey. So ein Scheiß da. Ja, jein, jein. Aber auf was kam er denn? Auf White Pineapple zufälligerweise? Ja, nee, da darf ich ja nicht mehr. Ist ja verboten, ne? Man darf ja keine weißen Boilies mehr benutzen. Ja, Yellow Berry. Selbe Rezept mit einer Zutatänderung und anderer Farbe. Ist im Prinzip White Pineapple nur in Gelb. So. Ey, und? Ja, aber Multirig oder was? Ein Poppy oder wie? Ja, genau. Genau. Yellow Berry Poppy am Multirig. Ganz genau. All Yellow. Wie heißt der everything. Haken nochmal? Shotgot. 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 Bester Multirig-Haken der Welt. Ey. Also ich muss auch echt sagen, wo ich den am Ufer hatte und hat den gewogen und weggetütet. Hast du dir gedacht, du angelst wie ein junger Gott? Nee, das waren jetzt deine Worte. Ich habe wirklich, und das ist jetzt sehr intim, ich habe so ein kleines Freudentänzchen gemacht. So ein Cripwalk. Ja, Junge. Alter. Ey. Und ich gehe auf diese, sei dir gegönnt, ich gehe auf diese Liege, gegönnt. Ich gehe auf diese Liege und denke, Alter, leck mich am Arsch, jetzt fange ich das fette Vieh von vor ein paar Wochen nochmal, lass mal dahingestellt, aber jetzt die hinterher. Ich weiß nicht, Marian, wie viel 50er hast du dieses Jahr gefangen? Ein. Ja. Ja, nee, aber das war. Ich habe ein schlechtes Jahr und habe zwei. Das war, ja, du wohnst ja auch im Big Fish Speckgürtel, Alter. Nee, war schon geil. Und dann habe ich in derselben Nacht noch mal einen Schuppi gefangen. Das war so morgens 5:30. Und ich packe den auf die Matte, hake den ab und will ihn gerade wieder zurücksetzen. Und warum auch immer, beim Rausheben ist das gar nicht so aufgefallen. Wo ich ihn zurücksetzen will, heb ich ihn an und denk so, er ist auch gar nicht so leicht. Ich wollte ihn einfach wieder schwimmen lassen. Habe ich ihn nochmal in die Waage gehangen, war auch 18 Kilo. Ach super, Alter. Ja, und dann habe ich aber gedacht, den habe ich dann ohne Foto schwimmen lassen. Eigentlich, sage ich ganz ehrlich, hätte ich den auch weggetütet mit 18 Kilo. Aber da habe ich mir gedacht, so, ach nee, komm, ich habe dich kleiner geschätzt. Jetzt schwimmst du weiter, mein Freund. Und den habe ich dann ohne Foto schwimmen lassen. Habe am nächsten Morgen meine Bilder mit dem weißen Prachttier da gemacht. Und das war, ey Jungs, jetzt hatte ich, glaube ich, eine Menge Redeanteil. Geiler Fisch. Also wirklich, herzlichen Glückwunsch. Also so ein, ja, danke. So ein weißer Koi in der Gewichtsklasse ist schon. Ja, ich muss auch sagen, ab 20 Kilo oder ab 19,9, da wird es schon dünn auch. Ne? Richtig geil, ey. Ja. Können wir mal ein kurzes Päuschen machen? So. Ja. Maui, vielen Dank für deine Exkursion. Beschreibung. Ja, ich hab viel erlebt, wer viel erlebt, muss viel erzählen. Ja, ich glaube, ich träume heute Nacht in Spanisch. Lass mal die Pause gehen, weil der Maui, der hat ja auch noch was zu erzählen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe noch einiges von Spanien zu berichten. Der Maui hat so viel erzählt, du bist so in meine Gehirnwindung eingepresst, dass ich schon scheiße laber. Nein, wir gehen jetzt mal die Pause und danach der Marian. Alles klar, schön. Ciao. Bis gleich. Ciao. Zeit für neue Routen? Dann checke unbedingt die Grace Air Curve MK2 Deals bei der Angelzentrale Herrieden. Einige Modelle des englischen Premium-Hersteller Grace gibt es jetzt zu attraktiven Sonderpreisen. Egal ob vom Boot oder zum Werfen. Egal ob mit Shrink, Kork oder geteiltem Griff. Die komplette Auswahl gibt es wie gewohnt unter www.angelzentrale.de. Seit 28 Jahren allerfeinste Kreationen, Innovationen und Patente im Karpfenköderbereich. Das ist Successful Baits, die Köderschmiede vom Niederrhein. Unter www.successful-baits.de bekommt ihr alles, was das Karpfenherz begehrt. Successful Baits for your success. So, Herr Sura, dann erzählen Sie mal, was so bei Ihnen passiert ist. Also ich würde sagen, bevor der Marian Sura jetzt anfängt vom Angeln zu reden, da können wir eigentlich rausstreichen, oder? Ist ja unwichtig, was da passiert ist, oder? Da war ja nichts. Ja, das ist. Also ich denke, Peter, oder? Da können wir. Nur weil er im Forellenpuff da mal so einen kleinen Fisch gefangen hat, weißt du? Da können wir dünn drüber. Da ist ja auch wie immer nichts passiert. Nein, liebe Hörer, jetzt kommt ein großer Moment. Ihr hört es an der bedeutungsschwangeren Musik, die hier diesen Worten unterliegt. Ihr hört. Ein großer Moment in diesem Podcast ist geschehen
Und wir werden jetzt dem Marian Surer die Bühne bieten, das hier der deutschen Karpfenszene ins Ohr zu flüstern. Man nennt ihn jetzt auch den Highlander aus Holland. Den Highlander. Ja. Marian, Wasserangeln? Ja. Am Delta, habe ich gehört, hast du gesagt? Mhm. Wo fange ich an? Nach meinem Frankreich-Urlaub war es so, dass ich wusste, okay, ich war jetzt 10 Tage weg, komme jetzt zurück nach Holland, habe da eine schwangere Freundin sitzen, Schule, Schulen. Ich werde jetzt wahrscheinlich die nächsten 1,5-2 Wochen erstmal nicht rauskommen. Somit ist der September rum und ich habe nur noch den Oktober. Der Oktober ist aber gespickt mit Ferien in NRW, somit Primetime hier bei uns oben in Holland an der Schule. Und wir haben halt noch anderweitig Programme gehabt. Also wusste ich, fuck, mir rennt die Zeit weg. Und ich habe es einfach in dieser Saison nicht geschissen bekommen, am holländischen Delta einen Karpfen zu fangen. Trotz vieler Bemühungen und viel Zeit. Und ich wusste, scheiße, das kann ich mir noch viele Ausgaben anhören und Episoden. Und ich habe im Auto gesessen. Sagt da einer was? Fettschwein. Vom Guido Kanz. So. Und ich habe tatsächlich im Auto auf dem Rückweg mit Nico von Frankreich haben wir so ein bisschen gequatscht. Und Nico sagte auch noch zu mir, sagt der Dicker, das musst du gelevelt kriegen. Der Schwede wird dich so ekelig machen. Das kannst du dir noch so lange anhören. Und dann habe ich gesagt, ja, das weiß ich. Scheiße. ich habe viel Druck. Und es ist einfach so, und man würde wirklich, ich würde lügen, wenn natürlich jetzt auch aufgrund des Podcasts hier und sag mal dieser ja über 50.000 Zuhörer im Monat, ich nicht sagen oder behaupten könnte, das stresst mich nicht. Das lässt mich locker. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Also ich habe echt so gerade auch vor Frankreich und dann auch als ich von Frankreich zurückgekommen bin, echt daran zu knabbern gehabt und habe wirklich überlegt, zu kapitulieren und echt zu sagen, es ist, wie es ist. Ich habe es irgendwie leichtsinnig gesehen, habe es vielleicht einfach, ja, es war vielleicht einfach für die Art und für die Möglichkeiten, die ich habe, einfach nicht, hat keinen Sinn ergeben. Ich habe nicht geil geangelt und ich muss einfach kapitulieren. Sag doch einfach, es liegt an dir. So. Ist einfach eine Nummer zu groß für dich. Ne, das nicht. Aber einfach, ja, hab echt überlegt. Aber ich habe dann immer wieder so daran gedacht, ne, die Blöße vor Peter Schwedes, die gebe ich mir nicht. Die würde ich mir von den Zuhörern geben, aber nicht von Peter Schwedes. Und dann habe ich so gedacht, ne, komm, Sura, guck, dass du noch wenigstens eine längere Session hinkriegst. So. Mindestens 2, idealerweise 3 Nächte. Bereite dir das vor, guck nochmal irgendwie nach Spots, nach anderen Möglichkeiten etc. Und das habe ich getan. Und habe dann nochmal wirklich sehr intensiv recherchiert, getan und gemacht und geguckt und über Karten und Maps und alles und habe mir nochmal Spots angeschaut und habe dann noch eine Stelle gefunden, wo ich das Gefühl hatte, wirklich von der ersten Sekunde an, als ich da hingefahren bin, hier ist geil. Irgendwie, hier fühle ich so, irgendwie, hier ist geil. So, das habe ich natürlich an der Buhne im Hauptstrom auch gedacht und habe natürlich massiv auf die Fresse bekommen. Aber irgendwie vom Feeling her war es so, dass ich gedacht habe, Marian, wenn ich hier, dann lass es. Dann lass erstmal sein, so, ne? Darf ich erst mal fragen, was das dann den Spot so besonders gemacht hast, dass du das gedacht hast? Einfach das Feeling, als ich ausgestiegen bin und bin dahin und stand da am Ufer und es war einfach nur das Feeling. Okay. Ich weiß nicht warum, aber es war einfach nur. Du hast vom Feeling her ein gutes Gefühl gehabt, ja? Ich hatte einfach ein gutes Gefühl. Ich war confident. Ich war einfach confident von der ersten Sekunde an. Der OG war auf meiner Seite in dem Moment. So. Und
hab mir dann mit dem Baitboot den Platz da ein bisschen angeguckt. Erstmal bin halt ein bisschen mit dem ND-Boot da rumgefahren, mit dem Deeper, und hab geguckt und geschaut und wie ist die Tiefenstruktur. Und auch eine ganz interessante Sache, kurzer Abstecher, dieses Baitboot hat jetzt nach dem Update, wenn du dir einen Platz speicherst, sagt er dir die Reps. Das fand ich krass. Da habe ich auch erstmal geguckt. Was für eine Länge denn der Reps? 360 oder was? Zum Spot, ja, mit einer 360, genau, aber zum Spot. Fand ich ganz interessant. Naja, auf jeden Fall. Ich mir da auf jeden Fall alles mal angeguckt und so und habe dann halt mir ein paar Punkte gesetzt und bin dann beim, ich weiß gar nicht, 2-3 Tage später bin ich dann nochmal hin und bin da tatsächlich mit dem Boot raus und habe mir dann halt die Punkte abgefahren und es war halt ganz interessant, dass halt links von mir war halt ein Naturschutzgebiet. Und an diesen, in diesem ganzen holländischen Delta, viele, die jetzt zuhören, die kennen das sicherlich, du hast halt überall stellenweise in den großen Becken so riesige Steinpackungen, die teilweise hunderte Meter lang sind und halt Hauptbecken und beispielsweise Flachwasserzonen oder halt so Naturschutzgebiete halt trennen. So wie diese Buhnen irgendwie am Rhein. Aber halt nur mal, ja, viel, 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 viel größer. Und wie gesagt, ich stand halt am Ufer und links von mir war halt dann so eine riesige Steinpackung und da war halt eine Stelle dazwischen, die war halt ungefähr so 2,5 Meter, hörten Steine auf, wie ein Durchgang. Und der ging halt dann auch in dieses Naturschutzgebiet. Und ich bin dann mit dem Boot da rumgefahren, hab den Kokomat mitgehabt und guck halt ins Wasser. Alter Jungs, ich sag's euch, nur schwarz unter mir. 70, 80 Zentimeter, maximal 1 Meter Wassertiefe und der Boden war ein einziges Muschelfeld. Geisteskrank. Ah. Wirklich geisteskrank. Egal, wo ich geguckt habe, das war so... Muschelfeld, Maui. Nicht das, was du gehört hast. Ach so. Muschifeld. Ah, ja, Muschelfeld. So. Ja, okay. Ja. Auch interessant. Und fand natürlich gerade halt diesen Durchgangsbereich. Hochähnlich. Fand da natürlich gerade so diesen Durchgangsbereich halt in dieses Naturschutzgebiet halt super interessant, wo man halt von da aus, wo ich war, jetzt nicht reinangeln konnte, aber ich konnte zumindest in Richtung dieses Durchganges angeln. Und wollte natürlich aber nicht nur, ich meine, wir haben Oktober, in unter einem Meter Wasser irgendwie angeln, so, ja. Hab dann halt geguckt, okay, wo, in welche Richtung geht die Fahrrinne, wo wird's halt tief, und hab dann halt so eine Kante noch gefunden, die halt quasi von der Hauptfahrstraße der Schiffe halt hochgeht in diesen Flachwasserbereich, und da war ich so auf gut 4 Meter. Ja, hab mir dann da einfach 3 Punkte gespeichert, hab die gefüttert, bin dann nochmal 2 Tage später hin, hab dann nochmal gefüttert und hab mir dann halt 3 Nächte freigeräumt. Und es war wirklich so, dass ich hin bin und war irgendwie total im Flow, habe irgendwie total entspannt und geil und schnell vor allem halt alles aufgebaut, Routen fertig gemacht und habe geangelt und habe die Routen alle abgelegt, platziert und saß dann so irgendwie am Zelt und guck dann auf dieses Wasser und dachte so, dann kam so ein bisschen Zweifel, so, boah, ob das jetzt wieder was gibt und oh, jetzt hast du dir wieder so viel Mühe gegeben und sitzt hier und guckst auf diese Dreckswassermassen und wer weiß, ob hier überhaupt jemals, ob hier dieses Jahr schon Karpfen vorbeigekommen ist, so, ne? Und hab dann in der ersten Nacht nichts gefangen, hatte auch alle 3 Routen mit Schneemännern ausgelegt. Auch wieder verhältnismäßig großes Futter, also mindestens 24 mm Schneemänner, 2 Routen auch wieder mit 35 mm Dumbbells, weil ich halt einfach keinen Bock irgendwie auf Beifang hatte in irgendeiner Form. Ne? Ja, wie gesagt, erste Nacht war halt wieder tot und dann kamen wirklich so die Zweifel, boah, willst du jetzt hier noch sitzen bleiben und scheiße. Naja, hab dann trotzdem aber nochmal alle Routen dann gegen Mittag neu gemacht, frische Rigs drauf gemacht. Und ein paar Bierchen getrunken, lecker gegessen, hab mich dann abends schon schlafen gelegt und hab dann echt irgendwann in den Morgenstunden einen Biss bekommen. Und es war halt so, der lief halt ab, hat gestoppt.
Und dann habe ich so gedacht, was ist das denn jetzt? Ist das jetzt irgendwie so ein riesen A-Land, der halt jetzt so ein Meter... A-Land! Genau, so, ne? Der jetzt so einen Meter... einen Sprint hingelegt hat, ne? Genau. So ein Sprint und Stopp. Sprint und Stopp. So, und dann hatte ich wieder ein bisschen Gefiepe und Gepiepe da und habe mich dann in die Watthose geschmissen, stand dann so in der Route und dann war wieder erstmal Stille. Und auf einmal lief der wieder ab. Angeschlagen und sofort Druck und hat Schnur genommen. Und dann war wirklich so der Moment, wo ich realisiert habe, Alter, ich glaube, das ist ein Karpfen. Oh. Und dann war Puls auf the vier... Moment. The moment. Der Puls war quasi bei Pi. Ich bin komplett durchgedreht. Ich war sofort auf Höchstleistung, hab mir direkt Positionslampe angemacht, Weste umgeschmissen, ins Boot, musste da so ein bisschen die Steine runterkraxeln und sitz im Boot. Ich hatte keinen Motor mit, nur die kleine 2-Meter-Jolle mit den Rudern und hab mich so rangepumpt. Und meine Sorge war natürlich aufgrund dieses Flachwassers, weil es war die flachste Route, wo der Biss kam, auf wirklich 70 Zentimeter Wassertiefe, unmittelbar an dieser Steinpackung, dass ich halt nur dachte, ey, auf die Distanz in dem Winkel meine Schnur, so, ne, ich meine, ich habe 60, also eine 60er Schlagschnur drauf gehabt, 35 Lips Vorfachmaterial, also wirklich schon sehr grob und auch zweier Haken, aber trotzdem hatte ich natürlich nur Angst, dass es jeden Moment einfach Pitch macht. So. Heck ist er. Und ohne Scheiß, ich hatte wirklich so Angst davor, dass ich echt jetzt auch so im Nachgang gedacht hätte, ich glaube, ich hätte lieber nicht mal diesen Moment erlebt, als dass ich einfach da in so einem Augenblick irgendwie einen Schnurbruch hatte, ne? Und jetzt war es halt so, dass ich mir 3 Marker gesetzt hatte, weil mein GPS im Arsch ist. Ja, komm natürlich irgendwo an einem Spot an und sehe halt mit der Kopflampe im Wasser auf einmal so meinen Marker tänzeln. Und ich wusste, alles klar, der Fisch ist da reingeschwommen. So, und ich hatte mir den Marker sehr nah in Richtung der Steinpackung gelegt, nur dass ich halt die Distanz habe, also die ungefähre Stelle, und wusste dann ungefähr mit 5-6 Ruderschlägen von dem Marker weg in Richtung Freiwasser ist mein Spot. Ich weiß nicht, wie der Fisch das geschafft hat, aber er hat es geschafft. Und das Problem, was ich in der Nacht hatte, war halt noch hinzu, dass wir hatten wirklich guten Wind und ich bin natürlich immer wieder mit diesem kleinen 2-Meter-Boot ohne Motor, bin ich halt immer wieder in Richtung dieser Steinpackung gedrückt worden. Und nach meinem Frankreich-Trip war mein Kescherstab kaputt und ich hatte nur so einen ganz großen, langen Bankstick an dem Kescher dran. Und jedes Mal, als ich dann das erste Mal diesen Fisch, liebe Zuhörer, das habt ihr jetzt nicht gehört. Reparatur bei Marian Sura, schön Bankstick dran geschraubt, hey. Ja, willst du ja machen, so, ne? Und in dem Moment, wo ich dann da angekommen bin, sehe diesen Schwimmer tänzeln und sehe dann, okay, es ist kein A-Land. Ich sehe da Schuppen, ich sehe einen Karpfen. Ich war so nervös. Ich wirklich, wie schwer das? Bitte, 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 bitte. Die ganze Zeit nur. So, bitte, bitte, ne? So, und gerade halt in der Konstellation mit dieser Haarboje, da hatte ich einfach nur dachte, Alter, bitte schlitz einfach nicht. Ne? Ich muss diesen Fisch fangen. Ich muss den für mich fangen und ich muss den vor allem für den Pimmel da vorne fangen, damit ich dem so richtig den Ficko zeigen kann. So, ne? Und das Problem war aber einfach, dass aufgrund dieses Banksticks jedes Mal, wenn ich den Kescher ins Wasser gesetzt habe und bin wieder abgetrieben durch den Wind, dass ich beim Anheben von dem Kescher hat sich immer das Gewinde gelöst und der Kescherkopf hat sich halt hochkant gestellt ins Wasser. Und dann habe ich schon einen kurzen Moment überlegt, Arschlecken, ich springe jetzt einfach aus dem Boot. So, ne? Kiemengriff. Genau, habe dann aber trotzdem geschissen bekommen. Ja, und Drill und Mach und die Wellen und Wasser und pure Panik, purer Stress, einfach nur Stress. Aber ich habe auf einmal diesen Fisch gekeschert. Und ich sag's euch... Ich sag's euch zwei und ich sag's den Hörern, das war einfach nur ein großartiger Augenblick. Wirklich. Das war so geil. Das war so
so geil. Und ich bin komplett durchgedreht da in meinem 2-Meter-Boot irgendwo in Holland in diesem Delta und dachte nur, endlich hab ich es geschissen bekommen, in diesem Dreckskarpfenmeer einen beschissenen Karpfen zu fangen. Und hab dann an dem Kescher und bin dann zurückgerudert ans Ufer und hab dann da reingeguckt und es war ein Spiegler. Und da habe ich mich auch besonders drüber gefreut, weil einfach die Wahrscheinlichkeit, dort einen Spiegelkarpfen zu fangen, halt doch sehr gering sind. Also meines Wissens nach, ich bin da mit einem Holländer im Austausch, der halt sagt so, ey, ist halt so 20-1, ne? Also eigentlich halt Schuppis. Und wenn, dann halt mal ein Spiegler und das war einfach nur geil. Und dann diesen Fisch da vorne im Wasser zu haben, im Kescher, in diesem Kopflampenlicht und boah, super. Man merkt super. Auf jeden Fall, was an der Last von deinen Schultern fällt. Ey, voll, ohne Scheiß, voll. Einfach nur voll so, ne? Weil ich einfach mir das so sehr gewünscht habe und ich einfach nicht, ich sag mal jetzt in 2 Wochen so meine Saison hier oben beenden wollte und wieder nach Deutschland gehe für den ganzen Winter und ja, das einfach im Nacken zu haben so, ne? Dass das nicht geklappt hat, dass ich das einfach nicht hinbekommen habe, ne? So. Ja, und dann, wie gesagt, dann war dieser Fisch im Kescher und dann habe ich ihn abgehakt und auf die Matte und dann habe ich euch eine Sprachnachricht geschickt. Und, die legendär war. Ja. Ich habe Gänsehaut bekommen, ohne Witz. Ja. Sehr und, geil. Und dann den Fisch halt versorgt und habe dann auf die Uhr geguckt und es war dann irgendwie kurz nach 5 und ich dachte so, ja, ist klar, so, ich tüte den ein jetzt, pack den halt in den Sack und schlaf noch ein bisschen. Ja, das war natürlich nicht möglich, ne? Ich habe dann, wie gesagt, den Fisch eingetütet und saß dann so auf der Liege und dachte so, alles klar, jetzt muss ich erstmal Bier trinken und muss erstmal klarkommen so und muss diesen Moment. Und ich saß dann wirklich da, bis es hell wurde, also so bis 8 Uhr auf der Liege und habe dann da ein Bierchen getrunken und dann irgendwann einen Kaffee und war voll im 7. Himmel einfach so und dann dachte ich einfach nur so, wann kann es jetzt bitte einfach hell werden, so, es soll jetzt endlich hell werden, ich möchte Bilder machen so und will euch diese Bilder zeigen so, ne, und das war echt krass, ja, das war echt krass, das hat mir echt viel. Ja, hast du da mal die Waage gehangen? Nein, habe ich tatsächlich nicht. Also, ich keine Ahnung, was hat der gehabt? Vielleicht 8 Kilo, 9 Kilo oder ich weiß es nicht. Ich habe ihn tatsächlich nicht gewogen. War mir aber wirklich auch, also es war halt im ersten Moment, es war kein großer Karpfen, aber es war einfach ein Karpfen. Und da war mir auch sagen, wirklich ist schon mal in dem Moment war es mir auch egal, ob der jetzt 7 Kilo, 8 Kilo, 9 Kilo. Ich war einfach nur froh, dass ich diesen Fisch einfach hatte, endlich, ne? Einfach endlich diesen Karpfen da gefangen habe, ne? So. Ja, und dann, wie gesagt, morgens dann Bilder gemacht und mit Selbstauslöser. Da war natürlich eine absolute Vollkatastrophe, hassig wie die Pest. Bilder gemacht und dachte dann natürlich so, ja klar, geil, so jetzt Karpfenangeln hier, weiter. Scheiß auf den Wind und yeah, let's go, so lass Karpfenangeln, ne? Delta. Und ja, ganzen Tag lief dann wieder nix. Hab dann abends nochmal schön 3 Rigs gebunden und auch da keine Multirigs tatsächlich diesmal, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich habe einfach dieses 35 Lips Semi-Stiff da von Fox einfach durchgebunden. Einfach durchgebunden an so einen White Gape Haken. Ich glaube 9 Umwicklungen oder so. Also richtig grob, schrottmäßig, sah gar kaum nicht geil aus. Kaum fängst du den ersten Fisch im Delta, wirst du nachlässig mit den Tricks, ne? Ja, scheiß doch drauf. Irgendwann klone ich jetzt zusammen. Nee, nee. Hier, ne? Einfach ganz, ganz einfach gehalten. Ja, wie gesagt, den ganzen Tag über lief da nichts, hab dann lecker gegessen, lecker Bierchen, alles wunderbar. Dann habe ich noch beim Picknicker telefoniert und habe ihn dann halt von meinen Spots erzählt und ich hatte halt auch wieder viel Taubenfutter gefüttert und Boilies dazu und Achim sagte dann irgendwann so, ja Alter,
aber warum angelst du denn nicht mal mit Mais oder halt so mit Tigernuss? Und ich sag so, boah, nee, Alter, verpiss dich, ne, hab ich gar keinen Bock drauf und mit Beifängen und mit den Aalanden und Brassen und ja, Telefonat so beendet und dann saß ich da so auf meiner Liege und dachte so, ja, aber Sura, Alter, immer diese 35er ist halt auch so, vielleicht mal so ein bisschen kleiner. Und dann habe ich mir so zwei Nüsse, habe ich mir so rausgesucht aus dem Eimer und habe mir die so angeguckt und dachte so, ja, sind schöne Nüsse so, ne, schöne große, geile Tigers. Ja, komm, vielleicht, so vielleicht. Ich hab über die Jogger geguckt, ey. Ja, ja, schöne Nüsse, ne. So. Bisschen runzig, aber schöne Nüsse. Ne? So, ne, da dachte ich so, ja, die sehen ja schon fängig aus. Ach komm, binst du mal ein Van Rick. Und da habe ich noch so ein, diese XL Pop-Up-Maiskörner von Korda, diese ganz großen. Und dann habe ich halt einfach mir einen Rick gebunden mit so einem ganz großen Pop-Up-Maiskorn und halt zwei Tigernüssen da drunter. Da habe ich mir das so ein bisschen angeguckt und dachte so, ja, bisher hast du ja eigentlich so gar keine Beifänge jetzt hier gehabt, so auf die ganzen Partikel. Ja, komm, machst du mal drauf. Ja, und dann habe ich halt, wie gesagt, auf eine Route, also ich habe meine linke Route, war halt ultra flach, direkt unmittelbar in der Nähe des Eingangs von diesem Naturschutz. Meine mittlere Route war halt straight geradeaus, quasi vor dem Muschelfeld, wo das angefangen hat. Auch so auf 80, 90 Zentimeter Wassertiefe. Und die rechte Route war halt Kante Fahrrinne auf 4 Meter. Und habe dann halt meine mittlere Route mit diesem Rick halt bestückt mit den Nüssen. Habe die dann neu abgelegt, habe nochmal gut Partikel und Nüsse drauf gefüttert. Und habe dann tatsächlich in dieser Nacht wieder einen Biss darauf bekommen. Aber erstaunlicherweise wieder so ein Stopperbiss. Da ich erst wieder gedacht habe, so, doch ein Aaland oder so. Und was ich halt hatte, war, zum Abend hin kam halt so eine riesige Armada an Blässhühnern und die haben wirklich bis in die Dunkelheit da an meinen Plätzen halt rumgetaucht und gemacht, dass ich wirklich im ersten Moment gedacht habe, da hat sich jetzt so ein Huhn aufgehangen mitten in der Nacht und hängt da dran. So, weil der Biss halt wirklich nur so piep, 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 zitt, 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 dann wieder Ruhe. Und dann nochmal so ein bisschen rumgemache. Selbe Spiel wieder, ich draußen, todesnervös, Watthose an, dabei schon wieder fast auf die Fresse geflogen, weil ich halt so einfach durch war und so nervös und aufgeregt. Und nimm halt Kontakt auf und merke wieder, okay, das ist kein Weißfisch. Also es ist kein Aaland oder eine Brasse oder so, ne? Also da ist Druck und nimmt direkt Zug und geht halt direkt über die Bremse. Ja. Sura komplett durchgedreht wieder in dieses 2-Meter-Boot, wieder da drauf und fange ein Fully-Scale, ein Fisch mit nicht groß, ja, 5, 6 Kilo, 7 Kilo, keine Ahnung. Makellos, wunderschön, Streuschupper Deluxe. Und da habe ich mir echt fast in die Hose geschissen. Und was hast du bezahlt so beim Beauty Cups dafür? Genau, schick mir bitte. Hat er dir wieder die Tüte gepackt und nach Holland geschickt? Doch, ne? Der Beauty Cups schickt doch nach Holland. Der schickt doch gar nicht nach Holland. Ja. Nein, also das war wirklich, da dachte ich so, now we are talking, ne? Und ja, selbe Spiel wieder. Fisch eingetütet, war wieder kurz vor, dass es hell wird, da gesessen, komplett durchgedreht, nervös. Warum ist hier keiner wach? Ich muss irgendwen anrufen. Warum schlafen denn alle? Weißt du so? Warum ist denn keiner online? Warum ist keiner online? Ich muss mich mitteilen. So, genau. So, ne? Wie ein Vollidiot da hin und her gelaufen, todesnervös. Naja, auf jeden Fall. Ja. Einfach noch diesen Fisch gefangen, ne? Und dann halt Bilder gemacht und geil, einfach geil. Letzte Nacht ging nichts mehr. Abgetackelt, nach Hause gefahren und jetzt sitze ich hier und denke, das war gut. Das war wirklich, das war ein geiles Erlebnis, ja. Aber Marian, weißt du was, du hast mir die Bilder geschickt von dem Spiegler, also nicht von dem Zeiler, ne? Mhm. Weißt du, was auch geil auf dem Bild ist? Die Überreste der Abhackmatte? Ja, das ist ewig. Ich weiß nicht, was das sein soll, was da unten liegt unter dem Fisch. Aber
im Hintergrund die Hüft hoch aufgebauten Routen. Du ziehst ja auch in Holland deinen Schuh einfach durch. Eiskalt. Eiskalt. Hüft hoch, wirklich, also der ein oder andere würde sich das Auge am Rollengriff ausstechen. Ne? Also so hoch aufgebaut. Echt Respekt. Aber er hat ja kein... Also, aber Schwede. Christian, du ab 1,80 Meter kriegst ja den Bissanzeiger angemacht. So hast du es aufgebaut. Ey. Ist ja Wahnsinn. Aber Schwede, er hat ja keinen ästhetischen Hintergrund, sondern ich habe mir schon mal dabei gedacht, weil du darfst halt nicht vergessen, Alter. Bei so flachem Wasser und so viel Muscheln, alle Muscheln dieser Welt, gefühlt in diesem Areal, will ich so wenig Schnur wie möglich im Wasser haben. Dann stelle ich die Routen hoch. Weil so flach, wie das reinläuft, kann ich da nicht mit irgendeinem englischen Setup antanzen. Aber ein bisschen geil sieht's auch aus, ja. Ist mir scheißegal. Find mein Setup hüfthoch hässlich, ist mir egal. Ich hab da Karpfen gefangen. Aber da hast du echt Glück gehabt, dass das so Hand in Hand übergegangen ist, weißt du, das Abfischen vom Beauty Carp und dass du da die Fische gefangen hast. Das ist doch wirklich, also, man muss doch manchmal Glück haben, ne? Also ich sehe da auch einen Zusammenhang, ehrlich gesagt. Ja, ja, ihr Wichser. Ja, ja, ihr könnt. Also, ich glaube, ich habe den einen Fisch habe ich in einem Video gesehen vom Beauty Carp, ja, ja. Schwedes. Sollen wir vielleicht mal die Bücher prüfen lassen vom Christian, ja. Ob da irgendwie doch nach Holland gelebt wurde? Jetzt pass auf, Schwedes. Jetzt. Reißt das Maul auf. Ich sag euch jetzt was. Morgens um 7 Uhr habe ich mit dem Schwedes telefoniert. Da stand er in der Küche und hat den Mädels hat er Frühstück gemacht. Lampfromm war er. Lampfromm. Ja, du weißt ja. Insgeheim habe ich ja immer mitgefiebert. O-Ton. Oh. Also hier, du Ratte. Die Hörer merken wieder, hier, echte Emotionen. Hab ich dich schon verarscht. Ja, ja. Nein. War die Kinder im Hintergrund, ey. Ja, ja. Nein, super. War wirklich gut. Wirklich, also hat der Beauty Cup gut gemacht, ey. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Nein, geil. Wirklich, also dann hast du den Zeiler, also habe ich echt gedacht, jetzt hör mal auf, Mann, ey. Ich habe auch gedacht, bei dem ersten, es reicht jetzt ja auch mal, ne? Also, jetzt übertreibt er wieder, direkt noch einen hinterher. Ja, Da war schon super, ja. Ja. Schön. Kannst du nur toppen, wenn du einen fast 20 Kilo Koi fängst, ne? Ja, natürlich, ja, ja. Jungs, das zur Delta Experience, aber... Sehr geil. Kommen wir. Marian? Ja. Glückwunsch. Danke. Glückwunsch zu deinen letzten zwei Fischen im Delta, weil im Februar ist alles vorbei. Nein, da geht das Leben erst richtig los. Aber kommen wir zur letzten Rubrik. Aber Schwede, du hast nichts zu erzählen, ne? Nee, letzte Rubrik. Achso, Peter, warst du nicht angeln irgendwie vielleicht? Nee, ich war nicht angeln. Ich hatte keine Zeit. Okay. Na ja, gut, dann gehen wir weiter. Nee, also noch ein bisschen und ich verkaufe mein Angelzeug. Also von daher. Ist es so schlimm? Ja. Ah, jetzt kommen wieder bessere Zeiten, Peter. Ihr braucht euch nicht so einzuschleimen, ey. Nö. Du hast dich abgesprochen. Du, Peter. Ihr Wichser. Nach Fall kommt nur noch Aufstieg, Peter. Wenn der Boden liegt, kann nur noch nach oben gehen. Ja, es kann doch noch ein Panzer dir über den Rücken fahren, ey. Ja, genau. Also, ihr merkt schon, wir müssen springen, da kommt nichts mehr. Da kommen wir mal zur wichtigsten Rubrik des Abends, zur Hörerfrage. Ihr könnt euch sicherlich alle noch daran erinnern, was wir zu verlosen haben. Aus der letzten Folge. Das olivfarbene Tough Case, 48 Liter, die Alubox, plus die zwei Freikarten für die Carp Expo. Und die Hörerfrage des heutigen Abends haue ich euch jetzt um die Ohren. Die Hörerfrage. Die Frage ist von Dennis Platje. Moin Jungs, Thema Angeln und Zeitstress. Seid ihr auch der Meinung, dass in der heutigen Zeit das Angeln deutlich stressiger im Hinblick auf das Zeitmanagement geworden ist als früher?
Ich selbst merke das immer wieder, dass ich ständig die Uhrzeit im Nacken habe. Selbst wenn es so banale Dinge sind wie Beißzeiten bis zu einer bestimmten Zeit oder so. Gefühlt kann man die Zeit am Wasser nicht wirklich genießen, weil man selbst da möglichst effizient sein will oder muss. Ich vermisse manchmal die Zeit, in der alles egal war und nur die Zeit am Wasser gezählt hat. Wie ist eure Meinung dazu? Dennis, herzlichen Glückwunsch zu deiner Alubox von der Firma Tough Case plus die Freikarten für die Carb Expo. Ja, Jungs, Zeitmanagement. Schwedes. Peter, hat der Peter Schwedes also, auch mal was zu erzählen sagen, hier. Hast du auch was zu erzählen? Erzähl doch mal von Zeitmanagement, Alter. Das ist doch dein Thema. Das ist wirklich, das ist so das Allerschlimmste beim Angeln. Diese Mangel an Zeit. Mangel an Zeit macht dir auch, sag mal, die ganze Konfidenz kaputt, ne? Weil du einfach. Du bist nur hektisch, willst du schnell und willst schnell fangen, dann ärgerst du dich, weil du ja nur, 12, 14 Stunden Zeit hast, dann musst du wieder einpacken, nichts gefangen und wieder hektik, füttern, weil du musst ja und du siehst alle anderen fangen und du bist dann irgendwann in so einem Strudel drin, der dich dann wirklich nur noch auf die Uhr gucken lässt und nur noch vergleichen lässt, ne? Und das ist das Schlimme, was es heutzutage gibt, weil du, wenn du dein WhatsApp checkst, weißt du, dann guckst du auch automatisch bei Instagram rein, da siehst du auf einmal, ja, der hat da und da gefangen, dann sitzt du da, hast dich eigentlich gefreut, da angeln zu gehen, denkst du, ja, jetzt sitzt du hier, hast dich unter Stress hier hingequält, ja, und jetzt passiert hier nichts. Hast dir den Arsch aufgerissen, bist zum Füttern hingefahren, alles im Zeitstress, hast dir das rausgeboxt, dass du halt mal hier eine Stunde hinfahren kannst zum Füttern, da eine Stunde und dann eine schnelle Nacht angeln gehen. Ja, aber irgendwie genießen kannst du es nicht, weil du alles nur unter Zeitdruck gemacht hast. Also du bist, also mir geht es oft so, dass das, sag mal, von 10 Mal Angeln habe ich, glaube ich, nur 1 oder 2 Mal, wo ich dann hinfahre und denke so, es ist mir eigentlich egal, wann ich ankomme. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich die Routen ablege, die legen super, das wird schon laufen. Also in vielleicht 20% der Fällen, in 80% der Fällen immer nur Stress, so schnell wie möglich raus und dann geht das schief und das schief, dann bist du hektisch und ein bisschen nicht sicher, diese hektisch und dieser Zeitstress, der verunsichert dich ja auch unfassbar, ne? Der raubt dir ja jegliche Sicherheit, Köder, Rigs, Platz, Stelle, alles Mögliche, ne? Also von daher, ich meine, früher war es sicherlich einfacher, weil du auch nicht so viele Informationen hattest, die dich halt verwirrt haben, also und die auch während dem Angeln nicht so viele Informationen zugeflossen sind. Und deswegen warst du auch da viel, ja, ruhiger, ne, und bist viel gelassener an die Sache rangegangen. Wenn du nichts gefangen hast, ja, mein Gott, scheiß drauf. Du hast halt nicht mitgekriegt, die 1000 Angler, die an dem Wochenende die Session ihres Lebens hatten und haben irgendwelche 20 Kilo Kois gefangen, weißt du, und haben dir das halt alle Minute unter die Nase gerieben. Oder irgendwelche Spastis, die sich halt irgendwelche Streuschupper nach Holland geschickt haben lassen vom Züchter und haben die dann vor so einem riesen Delta in die Kamera gehalten, ne? Also von daher, Zeitstress pur, also das ist wirklich, also für mich ist das ein Riesenthema und das raubt mir unfassbar die Lust am Angeln, dieser Zeitstress, den du hast, oder Zeitmangel. Aber wir haben ja schon ein paar Mal. Wunderpunkt auf jeden Fall, ne? Aber ich glaube, Kaulbach, alles, was der gerade erzählt hat, haben wir nicht. Ja, kenne ich nicht. Ist auch eine Luxussituation, aber du musst halt auch dazu sagen und einfach sehen, dass wir in anderen Lifestyle leben, ne? Der Peter hat halt einen sehr anstrengenden Hauptjob, der hat eine Familie, um die sich kümmern muss, so. Und. Jo, aber das schaffen andere aber auch. Also, ich habe die letzten 2,5, 3 Minuten hier nur Mimi gehört. Marian, wir reden nächstes Jahr. Wir reden nächstes Jahr. Das wird so geil, ey. Das wird, also wirklich, also ich brauche nächstes Jahr keinen einzigen Fisch zu fangen. Ich muss dich nur jede Woche einmal anrufen und dann lege ich den Hörer zur Seite auf Aufnahme und dann höre ich mich das einfach. Und das ist wirklich, da werde ich da mit einer Saunalatte sitzen und werde das einfach nur genießen. Ja. Ach, Schwedes.
Also ich muss sagen, ich habe Peter immer so ein bisschen, also beneidet ist das falsche Wort, aber ich fand es immer sehr geil, wie strukturiert er dann halt ist. So, ne? Dieses, ich habe nur, oder diesen Freitag, da gehe ich diese Nacht angeln, ich bereite das alles sehr strukturiert vor, aber ja, das ist halt, es zerrt ein bisschen mehr an dir so, ne? Weil ich kann da wieder locker flockig, ja, fahre ich Freitag oder fahre ich Samstag, vielleicht bleibe ich auch bis Montag, das kannst du ja alles rausnehmen als jemand, der so locker luftig frei lebt, aber wenn du halt Familie hast, ja, aber du hast halt auch Verantwortung, ne? Du hast deine Kinder da und dann, ja, dann zählen halt auch andere Dinge so, ne? Also, dass du nicht so angeln kannst wie jemand, der ungebunden ist, ist ja eigentlich auch klar, aber dass du es trotzdem mit dieser Konsequenz und so lange durchziehst, musst du da auch mal sagen, Peter, Hut ab, ne? Sag ich selten, aber musst du auch erstmal noch diesen Willen haben, dann, wenn wir dann auch nachmittags telefonieren, du meinst, ey, ich muss jetzt gerade mal flott zu meinen füttern und ich habe ja gerade mir so einen kleinen Zeitrahmen rausgearbeitet, das musst du ja auch erstmal alles machen, ne? Das ist jetzt ja auch nicht so, dass du diese Vorbereitung, die kriegst du ja nicht geschenkt. Und dann kann ich auch verstehen, was du sehr oft gesagt hast, dieses, wenn ich das so vorbereite, dann, ne, du hast halt nur diese geringe Angelzeit, die musst du halt mit Vorbereitung wettmachen. Kannst dich wie der Sucher da am Delta ein halbes Jahr lang rumpimmeln, bis du halt mal einen Fisch fängst, so, ne, das funktioniert ja nicht. Zwei. Bis das Paket kommt. Zwei. Bis der Beauty Cup genau. Bis 2 Wochen Lieferzeit. Sie haben eine Sendung von Beauty Cups bekommen. Otter sei Dank, dass der die nicht alle gefressen hat, Alter. Ja. Nein. Ihr Paket von Beauty Cups wird morgen zwischen 12 und 11 Uhr zugestellt. Ja. Zwischen 11 und 12 Uhr zugestellt. Es ist so. Nein, aber ich. Weißt du, eigentlich sind wir jetzt hier an einem Punkt, wo wir den Schwedes richtig eklig machen könnten. Aber wir lassen uns ja auch nicht unbedingt auf das Niveau herab. Das ist noch viel schlimmer. Es ist noch viel schlimmer. Nein, aber weißt du, ich verstehe natürlich, dass jetzt gerade das jetzt in deiner jetzigen Situation so das triggert und kitzelt dich. Und wenn du dann natürlich dann auch, ich sag mal, erstmal so in erster Instanz bei uns mit Chris, Maui geht ein bisschen angeln, fährt dann nach Spanien, kommt zurück, geht wieder angeln. Ich fahre 10 Tage nach Frankreich, komme zurück, gehe dann da wieder angeln und du so mit Händen und Füßen und gerade irgendwie so geschissen kriegst, so zwischen deiner Arbeit und der Family und allem Zip und Zap mal füttern zu gehen und dann vielleicht, wenn es klappt, irgendwie am Wochenende eine Nacht, das fickt natürlich Kopf. Das verstehe ich. Ich verstehe das. Und wenn es dann natürlich auch nicht so funktioniert, wie du dir vorstellst und wie deine Erwartung ist, dann kratzt das natürlich extrem an einem. Und vor allem auch, und das wissen wir, glaube ich, mittlerweile ja alle nach 86 Folgen, erst recht an dem Ego des Peter Schwedes. So. Und dass auch du mal in eine Situation kommst, wo du das Gefühl hast, so, ich habe hier gerade eine Karpfenpsychose und habe echt so einen Mental Breakdown und habe im Moment wirklich gar keinen Bock mehr, weil ich das Gefühl habe, alle um mich herum fangen und haben Erfolg und sind happy und angeln geil, aber ich selber krieg im Moment nichts gelevelt und das, was irgendwie immer funktioniert hat, funktioniert nicht und egal wie viel Mühe ich mir gebe, es funktioniert nicht. Es ist nachvollziehbar, aber ich glaube einfach, auch du kannst da mal offen drüber sprechen, weil sich ganz, ganz viele da einfach auch wieder drin spiegeln können so und das geht auch vorbei, Alter. Schwedes, du machst den Scheiß seit so vielen Jahrzehnten und ich glaube, du müsstest es doch eigentlich besser wissen. Also ich hab das ja noch nie gehabt. Ich fange ja immer. Nein. Du arrogantes Arschloch. So, ne? Also. Ich weiß, dass du mir das jetzt so erzählen kannst, weil du das ja oft miterlebst, ne? Aber ich kenne das halt nicht. Ja. Der Peter ist erfolgsverwöhnt. Der ist erfolgsverwöhnt. Aber da siehst du mal, dass du selbst, ne, jetzt noch nach all den Jahren in deinem Alter auch du diese Erfahrung mal machen darfst und vor allem schmerzlich durchleben kannst. Und man sieht ja, Alter, eigentlich bist du gar nicht belastungsfähig. Wenn du es noch nie erlebt hast, jetzt hast du es einmal und schon brichst du zusammen, was bist denn du für einer? Geht der in der ersten Runde Knockout hier?
Wahnsinn, ne? Direkt Karpfen-Burnout. Wir schreiben das Jahr 2025. März. Peter S. aus D. ruft Marian S. Schmädes, ich kann nicht mehr. Am Campingplatz an. Ich kann nicht mehr. Ich bin so müde. Ich kann nicht mehr. Die Kind mir so auf den Sack, das Kind schreit die ganze Nacht. Alles voll Kacke und Kotze. Es ist so. Ja. Es ist so. Der Marian, das haben schon ganz andere durchgemacht. Ja. Ja. Schön. Also ich kann noch kurz mein Teil dazu dann sagen. Also sind wir überhaupt noch bei der Hörerfrage? Ich wollte gerade sagen. Ihr habt nur gewartet, bis irgendwie auch ich nur grünes Licht gebe und ihr in diese Wunde reinstechen könnt, ne? Ja, sei froh, wir haben uns heute echt zusammengerissen. So. Wir hätten eigentlich schon ist mehr eigentlich draufhauen können. So. Wir hätten wirklich viel mehr draufhauen können. Es ist so. Das ist ja viel schlimmer, wenn ihr es nicht macht, ne? Weil ich sehe das ja hinter eurer Stirn, die ja teilweise sehr weit nach hinten geht. Ja, Tatsächlich habe ich mit Kaulbach da heute Mittag sogar noch drüber gesprochen. Hab mir gesagt so, boah, soll man den Schwedes richtig eklig machen? Soll man mal wirklich so sein wie der? Oder ein bisschen Piano? Und da haben wir wirklich beide auch so für uns beschlossen, wir sind so nicht. Nee, wir sind nicht so. Wir sind nicht so. Wir sind nicht leicht, wie du. Leicht den eigenen Spiegel verhalten, aber nicht zu viel. Genau. Wir sind nicht wie du. Weißt du warum, Peter? Weil wir korrekt sind. Und weil wir gut schießen. Weil wir geile Angler sind, weil, Alter. Weil wir geile Angler sind. Ach, herrlich. Aber ja, komm, lass uns noch mal kurz zu der Frage zurückkommen. Ja, auf jeden Fall macht Zeit, dieses Zeitfressen und dieses unter Zeitdruck machen, macht das Angeln kaputt. Ist meine Ansicht. Also auch aus meiner Sicht jetzt gesehen. Es sind so viele Faktoren, die bei so kurzen Zeitslots, die du hast, das kaputt machen können, wo alles nicht funktioniert, weil du willst ja in dem Moment das Perfekte wie möglich. Du willst ja alles in diese paar Stunden reinpressen und da muss nur Hochwasser, Scheißwetter, Stau, Auto kaputt, irgendeine Kleinigkeit, wofür du nichts kannst und alles ist kaputt. Ja, aber ich muss dazu nochmal sagen, und wir waren das jetzt hier nicht erst seit gestern und wir kennen uns ja auch nicht erst seit gestern, das hat aber auch bei dir jahrelang gut geklappt. Also für den Zeitaufwand. Immer. Ja, schwächel jetzt nicht wegen einem schlechten Jahr. Ja, aber der Sucher hat seit 15 Jahren da die Kacke an den Hacken und kämpft sich trotzdem weiter. Nein, das ist, naja, Spasti. Nein, aber weißt du, was ich halt glaube, was beim Schwedes eher das Problem ist? Dem Schwedes geht es gar nicht darum, dass er nichts fängt. Weil ja, Hauptsache mehr wie du, als du. Nein, weil der Schwedes halt für sich einfach weiß so, erstmal, ich habe über 40 Kilo Karpfen gefangen. Ich habe einen 50er zur 50. Folge gefangen. Und so den Rest, den ich die letzten 50 Jahre, wo ich auf Karpfenangel gefangen habe, der kann sich halt auch oder muss sich nicht verstecken. Ich glaube tatsächlich eher, dass dem Schwedes sein Problem ist, dass Schwedes heile Welt und sein Kartenhaus zusammenbricht. Und darauf kommt er nicht klar. Weil er halt einfach nur mal ein so strukturierter Typ ist, und jetzt auf einmal merkt, meine ganze Struktur, die ich sonst immer aufgebaut habe, führt gerade nicht zum nicht Ergebnis, mehr, ne? Zum Ergebnis der Formel, die ich eingetippt habe. Ich wollte gerade sagen, hast du eine Excel-Tabelle dafür? Und das nagt an dem. Genau. Es ist nicht das Ergebnis, sondern einfach nur die Tatsache, dass es nicht so funktioniert, wie es immer funktioniert. Und das macht den Wahnsinn. Und deswegen lässt er sich so gehen. Ja, ja. Er wird immer fetter. Ich dachte, ihr wollt mich nicht eklig machen. Jetzt kriegst du alles zurück, du blöde Schwein. Du blöde Schwein. Ja, okay, sag mal. Ey, so alles unter 10 Kilo zählt ja am Delta nicht. Ja. Aber ganz und Doppelfang 50er zählt ja auch nicht, haben wir eben festgestellt. Ja, also, was wollt ihr eigentlich von mir? Die Frage habe ich immer noch nicht beantwortet bekommen, so ganz genau. Ja. Aber Schwedes, ist es so? Jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz. Ja, natürlich ist es so. Natürlich, das macht mich wahnsinnig, dass das einfach... Was über Jahrzehnte lang... also wirklich, also ist jetzt kein Scheiß, aber... So ein pleiten Pech- und Pannenjahr wie dieses Jahr, ne, also das ist ja, wofür auch
vieles von der Zeit, also jetzt um die Frage wieder, wo es einfach von der Zeit nicht gepasst hat und dann zum falschen Zeitpunkt angeln war und komische Dinge passiert sind. Ich krieg das nicht aufgelöst, woran das liegt. Und das macht mich wahnsinnig. Das ist richtig, Marian. Das macht mich wahnsinnig. Fehlt mir die Ruhe für zu sagen, ah ja, ist halt so, scheiße, geht vorbei. Fehlt mir die Ruhe für. Mich macht das wahnsinnig. Nicht zu wissen, woran das liegt. Aber glaubst du nicht, dass es ein grundsätzliches Problem eher daran ist, weil du nicht weißt, damit umzugehen? Und weil dir einfach die Ruhe fehlt? Und dass du vielleicht mal daran gehen solltest, gelassener zu werden? Ey, ich glaube, ich muss aber in Urlaub fliegen, damit ihr nochmal so eine Küchenpsychologen-Folge macht. Ja, dann unterhalten wir uns mal. Dann tun wir mal deine Probleme hier auseinander diskutieren. Ich glaube das schon. Ja, mach das. In seiner Abwesenheit, auch voll schlau. Oh Gott, Gottes Willen. Nee, mir macht das einfach nur Spaß, weißt du, euch zuzuhören und dann halt immer nur den Dicksten hinten rauszufangen. Ganz ehrlich. Naja, wir rechnen am Ende des Jahres ab. Wollte ich gerade sagen, wann willst du das denn noch machen? Jetzt hast du es gesagt, Sura, pass auf, der Hund fängt dieses Jahr noch 30 Kilo im Rhein, Alter, pass auf. Ja. Irgendwie so irgendwann zwischen Weihnachten und Silvester, ich gehe noch eine flotte Nacht, gehe ich nochmal los, Alter. Dann kuppelt er so ein 30 Kilo Ding da raus, Alter. Das ist Schwedes, da staubt er wieder ab auf dem letzten Meter. Ja gut, das stimmt, das muss man ihm lassen. Der ist hintenrum stark. Mann, auch gesagt. Ja, habe ich eben auch gesehen, als du aufgestanden bist, dass du hintenrum stark geworden bist. So, liebe Hörer, jetzt, was gibt's denn zur nächsten Folge? Jetzt reicht's. Jetzt. Wir machen jetzt hier Feierabend. Der Peter hat doch Hunger. Ja, okay. Also... Das hab ich jetzt erst so spät gehört. Der Peter hat Hunger. Das hab ich eben gesagt, du Arme, hab ich selbst gesagt. Ja gut, liebe also, Leute, das hier führt jetzt zu nichts mehr, oder? Ihr hört, wir haben heute viel Spaß. So. Für die nächste Folge haben wir noch vom guten Nick und vom Robin von der Angelzentrale Herr Rieden eine geile Winterjacke für euch. Und zwar eine Tracker Hexathermic-Jacke. Natürlich in der Größe eurer Wahl. Also, wenn ihr Bock auf einen schönen warmen Rücken habt im Winter, schickt uns spannende Hörerfragen. Jetzt nicht unbedingt solche wie diese, die den Peter Schwedes triggern, aber irgendwas Passendes. Ja. Hm? Die den Peter Schwedes triggern. Genau. Die den Peter Schwedes triggern. Trotzdem, genau. Schon schön, mich mal am Boden zu sehen, ne? Ja, herrlich. Ja, hat lang gedauert. Also. Aber ihr müsst doch hier, jeder, der die Jacke nicht gewinnt, der kann die auch zu einem absoluten Megapreis bei der Angelzentrale erwerben, ne? Der hat die doch extremst guten Preis im Shop, ne? Was? 59 Euro oder was? 59,99? 59,99? 59,99 für einen richtig warmen Arsch im Winter. Also. Naja, Rücken. Ist ja keine Hose. Kommt drauf an, wie groß man ist. Bei Kaulbach, bei XL ist das ein Thermoanzug. Also. Wow. Also jetzt, so einen schlechten Witz noch zum Ende jetzt, Besucher. Das wird der Folge nicht gerecht. Ich war Meter hat das wieder verkackt. Drop off the mic. Ey. Der kann ja auch meine Crocs kann der ja auch als Boot benutzen. Also. Ja, weißt du, warum Schwedes? Weil ich so fett bin, wie du geworden bist. Also, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ey, und denk dran, online gibt's noch Tickets für die Carb Expo zu gewinnen. Bis bald. Ciao. Ja. Danke fürs Zuhören. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei eurem Carpi Podcast.